Hallo ihr Lieben, heute melden wir uns zurück mit einem Podcast zum Thema Hexenverfolgung. Besonders Philipp möchte über das Thema reden, der hat viel recherchiert in letzter Zeit. Und wir arbeiten auch auf etwas längere Sicht an einem kleinen Kurzfilm zu dem Thema. Wird alles ganz toll, aber im Moment wollen wir aus unserer Recherche auch etwas in Podcast-Form mit euch teilen. Ja, das ist nämlich voll spannend, weil das Thema Hexenverfolgung auch wunderbar reingreift ins Thema Verschwörungstheorien, ne? Und in diesem Fall dann natürlich in der frühen Neuzeit, aber man sieht viele Parallelen zu Vorgängen von heute, und das ist alles ein ganz großes Geschenkgebinde an wunderbaren Themen, die wir hier natürlich in epischer Breite euch mal präsentieren möchten, weil das ist wirklich spannend. Ja, ihr hört schon, Hexenverfolgung, tolle Sache, und alle sehr dankbar, dass es passiert ist. wir sind große Fans. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wie so oft muss man betonen, es gibt die historische Distanz. Wenn jemand Musik hören möchte zu unserem Podcast, empfehle ich jetzt von Fanny van Dammen dieses Lied, wie heißt es? Naja, über die räumliche Distanz. Ganz, ganz tolles Lied. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Und so weiter. Denn es gibt die räumliche Distanz. Zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Genau. Und während du stirbst, werden viele einen Orgasmus haben. Grandiose Textzeilen. Also wer mit dem Schaffen von Fanny van Dammen nicht vertraut ist, werdet es. Wir machen euch aber vertraut mit der Hexenverfolgung. Und ich glaube, was Philipp sagen möchte, ist, sie hat viele faszinierende Seiten, die Hexenverfolgung. Und man kann, naja, am Ende wie bei so vielen Themen, aber man kann auch an der Hexenverfolgung die komplette Arbeitsweise in historischen Wissenschaften aufzeigen. Also wie muss man quellenkritisch verfahren? Wie verändern sich Themen über Jahrhunderte? Wie haut uns dann wieder mal das 19. Jahrhundert rein und deutet die Hexenverfolgung neu? Immer. Also ich bin ja auch dafür, dass wir das 19. Jahrhundert historisch oder geschichtswissenschaftlich anthropomorphisieren, damit es dann ein Super-Schurke ist. Ja? Oh, das wäre also so geil, so ein Kaptorga-Universum, genau. In dem das 19. Jahrhundert, aber das wäre ein komplexer Charakter, weißt du, weil da müsste ja auch rein, dass so Leute wie Ranke eben doch auch Sozialhistoriker waren und gar nicht so schlecht. Und einerseits ist das Ganze total mythenbildend, andererseits hat es da nun mal mit angefangen. Das ist so ein bisschen wie der Newton. Ja. Ich finde nämlich der Newton ist ja nicht anthropomorph, der ist ja von Anfang an Anthropo. Aber wie heißt die Satire-Sendung? Die Anstalt, genau. Ja. Wie die Anstalt Newton benutzt zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Das ist einerseits ganz toll, andererseits der richtige Newton war ja wesentlich widersprüchlicher. Ja. Bei der Anstalt ist Newton ein reines Symbol für Wissenschaftlichkeit, richtig. Für kalten wissenschaftlichen Geist. Genau. Das war ja überhaupt nicht, da war der ganze Ideenmüll, die Vermischung von religiösen Ideen mit magischen Ideen. Newton war harter Alchemist, ne? Der war nicht nur so. Und der war ja auch noch kein Physiker, der war ja noch Naturphilosoph. Also ja, genau. Physik gab es ja da noch gar nicht. Das war und ja da vermischte sich ja alles mit allem. Aber und so eine Figur, so ein vielschichtiger Newton, das wäre hier unser 19. Jahrhundert, glaube ich. Super Schurke, genau. Es ist aber, das braucht dann natürlich auch wieder einen eigenen Podcast, ne? Gerade wenn wir jetzt heutzutage sprechen hier vom Thema Bildersturm und so weiter, die Ambivalenz von historischen Persönlichkeiten dann auch in ihrer Zeit. Ne? Wenn du dir zum Beispiel Kant anguckst, der auf der einen Seite den kategorischen Imperativ formuliert hat, der eigentlich ein Hardcore
eine Hardcore-Absage gegen jede Form von Rassismus ist, während Kant selbst wirklich hardcore rassistisch war, natürlich. Rassistische Ideen formuliert hat, ne? Wie sowas miteinander zusammengeht, das ist sehr interessant, aber tatsächlich auch wiederum wirst du diese Ambivalenz jetzt auch sehen beim Thema Hexenverfolgung. Ja, ja, ja. Und das ist so aus der Reihe, ja, merkt er gar nicht. Ja, ja, das ist wirklich so ein so dermaßen komplexes Thema. Ja. Ja. Naja, das ist ja auch tatsächlich das Erbe der Naturphilosophie. Ja. Das Erbe der Naturphilosophie bedeutet an dieser Stelle, wie zum Beispiel bei Kant, dass er halt noch nicht so weit ist, obwohl er der Erste ist, der das so weit getrieben hat, seine Ideen wirklich allgemeingültig zu formulieren und sie von jeder Seite zu überprüfen. Ja. In Kant ist immer noch eine gehörige Portion eines Denkens, dass dieses und jenes von Natur aus so ist, war. Und das ist, auch der Rassismus, der ist da tief drin verwurzelt und der wird dann nicht mit überprüft. Gerade auch die Position von Mann und Frau, verzeih nochmal, die wird auch nicht überprüft. Ja. Das ist was, da haben wir dann in der Rechtsgeschichte, wo ich ja als Rechtshistoriker natürlich dann immer wieder hin muss, haben wir auch die großen Vorstellungen des sogenannten Naturrechtes. Ne? Also, dass es zwar Dinge gibt, die der Mensch kodifizieren kann, dass es aber darüber hinaus auch bestimmte moralische Grundvorstellungen oder überhaupt Grundvorstellungen vorgeben muss, die naturrechtlich so angelegt sind, dass sie einfach so sind. Ne? Das hat dann natürlich auch wieder viel mit christlicher Vorstellung, Schöpfung und da ist so ein bisschen Herrschaft nach Weber dann gleich drin. Dass es sowas wie tradiertes Recht gibt und charismatisches Recht. Ja. Und genauso auch diese Formen der Herrschaft. Ne? Ja. Also aus der Reihe, das war immer so. Genau. Und all die Sachen werden wir jetzt natürlich bei der Hexenverfolgung auch sehen, denn die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie solche Vorstellungen zusammenkommen. Tatsächlich auch erste Kodifizierung von Strafrecht, das Zusammenwirken von bestimmten Vorstellungen, auch Verschwörungsvorstellungen mit neuen Medien, das heißt in diesem Fall mit dem Buchdruck, mit Flugblättern, mit Büchern etc. Also das alles kann man anhand jetzt der Sache Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit sich angucken und tatsächlich auch wunderbare funktionale Parallelen zur heutigen Zeit finden. Ich möchte noch abschließend ganz kurz bei Kant verweilen, weil ich letztens diesen Gedanken hatte. Mit A, bitte. Ja, nicht nur. Ich möchte bei beiden verweilen. Man sollte auch nie Clint mit Sahne auf einen Kuchen sprühen. Das stimmt, Happy Birthday, Clint, kommt nicht gut. Kommt sehr auf den Fond an. Also das ist richtig. Ja. Was ich sagen wollte, Kant, erinnert ihr euch alle an dieses wundervolle Lied von Böhmermann, Bideutsch, ganz herrliches linksgrün versüfftes Ding, das Vielfalt feiert, intellektuell ambivalent gegenüber, sagen wir mal. Ich habe das sehr gefeiert, muss ich sagen, weil ich ja als Einwanderer habe mich ja anständig integriert und habe tatsächlich gelernt, Deutschland auch ein wenig zu lieben. Das heißt, du stiehlst gar keine Autos mehr? Genau. Allerdings es eben dafür zu lieben, dass es viele von diesen Problemen von Ländern, die nicht den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Die Mehrheit der Länder. Ja, exklusive dann aber doch sowas wie Ungarn oder Italien, die da in der Aufarbeitung noch kleine Schwächen in der B-Note zeigen. Doch ganz klar, marginale. Das ist auch ein Fun-Fact, an den, finde ich, muss mittlerweile einfach gemahnt werden. Ich weiß, die Ungarn sind die absoluten Helden im Kampf gegen den Kommunismus in ihrem Aufstand 1956. Aber darüber vergisst man so ein bisschen da, auf welche Seite die davor waren. Ja, und auch. Und so die Deportation der Juden in Ungarn. KZs und sowas. Ja. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja. Nee, ich glaube, KZs hatten sie nicht. Soweit ich das weiß, ich bin jetzt kein Spezialist für die Deportation der Juden in Ungarn. Das war eine extrem späte Angelegenheit.
Und da hörte es dann auch mit der ungarischen Selbstständigkeit auf. Die waren nämlich erstmal freiwilliger Verbündeter des Dritten Reiches. Und ich glaube, 1944 war das, dass dann tatsächlich einmarschiert wurde. Halt unter viel Gejubel auch natürlich. Und da wurde so ein bisschen Marionettenregierung installiert. Und da fing es dann an mit wirklich der Deportation der ungarischen Juden. Und die ging aber extrem schnell vonstatten. Ich glaube, wir reden davon über 400.000 deportierten Juden. Und das war dann nur noch Vernichtungslager. Ne? Aber, okay, Ausflug. Genau, ich lernte Deutschland tatsächlich für seine Art mit dem Erbe des Zweiten Weltkriegs umzugehen, lieben. Und Philipp nickt, er sagt, doch ungarische KZs. Echt? Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie das erst 1944 mit der Deportation anfingen. Kann sein, dass sie dann, und von diesen 440.000, glaube ich, waren es, ungarischen Juden, die deportiert wurden, gingen die meisten in Vernichtungslager wie Auschwitz. Tatsächlich. Also, deshalb hatte ich das nicht so im Kopf, aber dass es. In Ungarn gab es auch Lager, ja. Aber wenn ich das jetzt richtig überblicke, keine Vernichtungslager. Ja, eben, weil dennoch, ich hatte halt im Kopf, dass die Sterblichkeit unter dieser späten ungarischen Deportationswelle halt sehr, sehr hoch war. Ja. Wie gesagt, echt nicht mein Fachgebiet. Aber es gibt zum Beispiel das KZ Außenlager Waldorf. Ja, ja. Und das, genau. Ja. Ja, okay, das ist auch so ein bisschen das Ding. Es gab unglaublich viele KZs. Ja. Also auch viele, von denen man heute längst nichts mehr weiß. Vernichtungslager sind dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Und ich habe dieses Lied von Böhmermann damals sehr gefeiert, weil es sehr gut ausdrückte, wie ich über lange Phasen zu Deutschland und zu meiner Integration in Deutschland stand. Ich fand das nämlich gut, dass es nicht diesen überbordeten Nationalismus gibt, nicht diese, ich bin stolz, aber ich weiß nicht genau worauf, und dass es diese Kultur eben nicht so präsent gab. Denn meine Landesfahne hat eine andere Farbe als deine Landesfahne. Ist das ein Moritz Neumeier, den ich nicht kenne? Ja, nee, da geht's um Fußball. Denn meine Mannschaft hat eine andere Farbe als deine Mannschaft. Aber das ja. Aber ist es Moritz Neumeier? Natürlich, logisch. Ah ja, okay, die Art zu formulieren ist doch ein bisschen. Ach, wir lieben Moritz Neumeier, wir sind große Fans. Und deshalb habe ich dieses Böhmermann-Lied so gemocht. Ja. Und am Ende kommt Read Kant, you Kant. Ja, richtig. Read Kant, Kant. Richtig. Ah, Read Kant, Kant. Okay. Das Mädchen. Ist doch ein bisschen verschleierter, ja. Und dieses Knauen bei Knorkator. Kinder so herrlich instrumentalisieren, um spanische Sachen zu sagen. Genau, da ist es dann okay. Genau, das ist okay. Und das fand ich auch total witzig, diese Anspielung auf den kategorischen Imperativ und hier dann Kant als wirklich auch deutscher Philosoph, der aber so großartige Werte geschaffen hat, und diese Andeutung, wenn ihr auf etwas stolz sein wollt, dann hier, ihr könnt auf Kant und seinen kategorischen Imperativ stolz sein. Und jetzt gar nichts allzu lange Zeit später, die Macht wechselt schnell in der Bruderschaft. Ja, ja. Könnte man das so nicht mal sagen, weil Kant ist unter Beschuss wegen seinem Rassismus. Das ist aber auch so ein bisschen das Problem natürlich an Böhmermann. Also er macht gefühlt natürlich viele Sachen, wie ich sie auch fühle. Ne? Aber es fehlt teilweise so ein bisschen der intellektuelle Unterbau. Denn dass das mit Kant teilweise problematisch ist. Auch das Dingen, konnte man schon vorher sagen. Formuliert hat, das so war neu, schon vorher bekannt. Also das ist bekannt. Ne? Das ist nicht neu. Und das ist dann eben auch etwas, wo
worüber man da hinkommt, wenn man sich für so eine Sachen interessiert, dass man sich dann sehr auch mit den Wirkungsweisen von Forschung auch in bestimmten Zeitrahmen auseinandersetzt, dass man sich auch mit diesem Ding auseinandersetzt, er war ein Kind seiner Zeit, wie weit ist das berechtigt, wie weit ist das, das ist eine nicht große Diskussion. Berechtigt. Ja. Wenn ich zum Beispiel sehe, Kant, klar, kannst du sagen, der hat wirklich hardcore rassistische Sachen geäußert, nun kann man das natürlich exkulpieren und sagen, naja, er war ja ein Kind seiner Zeit, aber dann guckst du halt in die Zeit und siehst, dass Leute wie Humboldt zum Beispiel sich ganz anders geäußert haben, dem diametral entgegenstehend. Also das ist nicht so, dass gegensätzliche Ideen in dieser Zeit nicht existierten oder dass man zwangsläufig so sein musste. Ne? Also das ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, und ob einen das dann dazu noch bringen sollte, Bilder zu stürmen im Zorn, das ist nochmal ein komplexeres Thema. Und das können wir natürlich hier alles nicht behandeln, aber das tatsächlich wäre auch mal in eigenen Podcast wert. Ja. Ja. Ja, das mit dem Bilderstürmen finde ich unglaublich spannend, weil ich habe ja nicht diese Trumpsche Angst, dass dadurch, dass irgendein Konföderiertengeneral in seinem Kitsch vom Sockel gestürzt wird und da irgendwie in die braunen Fluten des Mississippi stürzt, dass ich habe da nicht die Angst, dass dadurch Geschichte ausgelöscht wird. Das ist heutzutage extrem schwer, Geschichte auszulöschen. Das wird nicht passieren. Und ich denke, dieser Bildersturm, wenn da mal irgendeine 19. Jahrhundert-Antiquität beschädigt wird, muss ich gestehen, ist mir sehr egal. Die ist tausendfach reproduziert und tausendfach dokumentiert. Ja. Da möchte ich euch auf unsere Podcasts und unsere Sendungen zum Thema Archäologie verweisen. Wenn wir irgendwas ausbuddeln, das wird kaputt gemacht. Genau, das so. Da kommt dann Zeug Archäologie drüber. Archäologie ist Zerstörung, aber dafür muss es Archäologie ist Zerstörung. Dokumentiert werden. Und sobald die Dokumentation stattgefunden hat, in anständiger Weise, hat man mit dieser Zerstörung auch nicht mehr so ein Problem. Da kommen wir wieder zum Begriff der Auratik, ja. Aber es ist das Original. So. Das ist genauso wie die Mona Lisa ist elektronenmikroskoptechnisch so dermaßen gut abfotografiert. Wenn das Ding morgen abfackelt, könnte man sagen, ja, so vom Gefühl her schade. Aber ist echt nicht so, dass es weg ist. Ja, ja, natürlich. Ja. Bloß dieser romantisierende Gedanke, das Original, das Ding, das wirklich das da Vinci angespuckt hat, so während er da drüber. So ein religiöses Gefühl hat und anspucken richtig. War nur die Spitze des Eisbergs. Aber kommen wir mal nochmal zum Thema. Ja, diese Bilder hatten ja auch einen Gebrauchswert damals. Genau. Ne? Bildersturm und ob es egal ist. Unpopular Demand, also viele Leute haben ja geschrieben, es ist ermüdend, dass wir immer nur dieselben Meinungen einnehmen. Ne? Da kann ich hier tatsächlich sagen, da bin ich so ein bisschen der Gegenpol. Leute, wir versuchen dieselbe Meinung einzunehmen, weil damit das nicht eskaliert hier vom Mikrofon. Da bin ich so ein bisschen der Gegenpol, und zwar ich finde Bildersturm tatsächlich immer schwierig, weil es eine sehr billige Methode ist, sich in einem kurzen Zorn bestimmter Sachen zu entledigen, die man nicht mehr anschauen möchte. Und teilweise wirkt Bildersturm ja auch im Nachgang, trägt tatsächlich zur Geschichtsvergessenheit bei. Wir sollen echt Konflikt machen hier, ja? Nein. Das ist gewünscht. Nur so ein bisschen, aber wir wollen ja auch gleich noch über Hexenverfolgung reden. Ja, ne? Wir haben Zeit. Das finde ich, aber das ist doch trivial, du siehst das auf einer ganz intellektuellen Ebene. Ich sage nicht, dass ich das, wenn ich das so sage, auf derselben Ebene sehe, wie die Leute, die sich in den Kommentarspalten vom Fokus behaken mit rudimentärer Rechtschreibung und mangelnder Interpunktion. Ja, was man bei irgendwie diesem Käseblatt für den deutschen Möchtegern-Mittelstand schreibt. Ja, genau. Ich sag ja, das ist ich. Ja. Verstehe darunter Sachen wie zum Beispiel, du kennst ja meine immerwährende Kritik an der Aufarbeitung und dem Schulunterricht betreffend des Dritten Reiches, ne? Dass man Dinge nicht mehr inhaltlich aufarbeitet und den Leuten verständlich macht, warum, wenn faschistische Systeme entstehen wie das Dritte Reich, warum das so gefährlich ist, wie gefährlich ruhig das auch entstehen kann. Also so eine Systeme, die
kommen ja nicht mit einem Knall, und sondern sowas entsteht ja ruhig, auch aus Gesetzgebung, eben auch teilweise aus demokratischer Wahl als Ursprung und so weiter. Aber indem man den Leuten dann im Geschichtsunterricht halt nur noch so eine parareligiöse Geschichte vorführt, in der keine Gründe betrachtet werden, sondern in der nur noch einzelne Psalmen auswendig gelernt werden, an deren Ende steht, und 1945 wurde das Böse dann vernichtet und der Dämon wurde in die siebte Niederhölle zurückgeschleudert. Damit war die Welt frei vom Bösen und die Menschheit wurde errettet. Insofern bereitet man den Weg, dass in 60, 70 Jahren, also jetzt, wo wir sind, und das sieht man ja auch draußen, dass viele Leute gar nicht mehr verstehen oder daran denken, warum bestimmte Entwicklungen, die man sieht, schon gefährlich sind, und sondern eben denken, das Böse ist aus der Welt, und wenn wir jetzt bestimmte Sachen machen wollen, dann ist das ganz anders, weil es sind ja nicht die Nazis aus der Bibel, respektive. Nee, das ist ja alles klar. Geschichtsunterricht. Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil jetzt kriege ich wieder keinen Konflikt hin, weil am Ende ist es, wie sagt man, These, Antithese, Dialyse. darin endet alles. Weil wir sind uns da gar nicht so unähnlich. Ich will bloß, dass du mitkommst auf die Metaebene. Ja. Weil ich denke, auf der Metaebene ist der Bildersturm heutzutage in seiner Auswirkung nichts anderes als eine Anregung zur Debatte. Ja. Und dadurch, dass hier ein paar Statuen mit Toilettenpapier beworfen und rot angesprüht werden, ja, gut, das ist eine reine Symbolhandlung. Also, das ist wirklich geschenkt. Wenn ich von Bildersturm rede, rede ich jetzt von Eradikation. Und ja, aber die kann heute einfach nicht mehr effektiv stattfinden. Ja. Da müsstest du echt große Teile des Internets ausradieren und wirklich von Museum zu Museum marschieren. Also so eine Eradikation, so eine Damnatio Memoriae römischen Ausmaßes oder so ein Bildersturm der Protestanten. Zu Luther kommen wir auch noch. Ja, aber auf jeden Fall. Aber sowas von. Das ist heute einfach nicht mehr so wirklich möglich. Ja. Nee, das ist letztendlich. Genau, also ich sehe da eher wirklich die Anregung zu Diskussion. Ja. Lass mal über Kant diskutieren. Und wo ist der problematisch und wo hat er. Und da können wir den doch neu einordnen. Ja. Und das, ich finde die Erkenntnis, lass mal den Dude nicht komplett nur abfeiern. Richtig. Sondern sagen, hey, hier eine schöne Idee hat der Verfasser selber, aber nicht ganz durchdacht und auf sich selbst und auf sein eigenes Handeln angewandt. Weil da war er immer noch Mensch und darin blöderweise Rassist. Das ist doch eine wertvolle Erkenntnis und das differenziert wunderschön. Und da sind wir dann eben auch wieder bei dem, was ich auch gerade meinte mit dem Geschichtsunterricht und dem Faschismus. Ne? Lass uns darüber diskutieren, lass uns über Kant diskutieren und dann lass ihn uns für die Sachen tatsächlich, ja, ich will nicht sagen feiern, aber uns für die Sachen an ihn erinnern, die er gut gemacht hat. Gleichzeitig aber eben auch im Bewusstsein dessen, was er nicht gut gemacht hat, denn nur aus diesen Vergleichen lernst du ja auch. Für die Entwicklung der eigenen Ethik, des eigenen Moralbewusstseins und das bitte auf irgendeinem intellektuellen Niveau. Richtig. Da sind wir uns, glaube ich, wirklich ziemlich alle einig, dass es gut ist, mal vom kategorischen Imperativ gelesen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das soll doch aber bitte, und das ist auch wieder so eine Selbstverständlichkeit, abseits von einem Personenkult stattfinden. Genau. Ich muss den Mann ja nicht als Gesamtkonzept kaufen. Eine Konsistenz in der Wahrnehmung und auch in der Rezeption von Dingen, die man in menschlichen Sozialsystemen immer wieder sieht. Ne? Es muss am Ende alles zugespitzt rauslaufen auf Pro oder Contra. Ja? Ich habe aber ganz tolle Lösungen. Ja. Weißt du, wenn wir jetzt von Straßennamen reden, und wenn wir eine Kantstraße haben und wenn man sich jetzt aufregt, der war aber Rassist, völlig zu Recht. Ich sag dir, wie wir die Straße umbenennen können. Wir können es
die Straße des kategorischen Imperativs nennen. Grundsätzlich. Ist der kategorische Imperativ dann noch über diese zweite Instanz mit Schuld, dass er von, vom Rassisten Kant entwickelt wurde? Kannst die Straße aber auch weiter Kantstraße heißen lassen und kannst dafür sorgen, dass verdammt einfach im Bildungssystem mehr passiert als passiert. So, denn dann wirst du, wenn du liest Kantstraße. Das wäre ideal, aber. Ja, das ist, dann wirst du wissen, warum da steht Kantstraße. Mhm. Nicht, weil Kant ein irdischer Gott war, sondern weil Kant bestimmte Ideen, Schriften und so weiter formuliert hat, die tatsächlich wertvoll waren, während er aber gleichzeitig bei anderen Sachen stark gefehlt hat. Ja? Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt, ist das ja auch nur wieder menschlich und sollte gar nicht dazu führen, dass man Leute verdammt. Denn jemanden zu haben, der rein unantastbar ist und nie etwas gemacht, gesagt, geschrieben hat, was man ihm noch 300 Jahre später nicht vorwerfen kann, den wirst du nicht finden. Und das ist auch ein bisschen was wie die religiöse Suche nach einem reinen Erlöser. Ja, so. apropos Religion, da sind wir ja bei dem Typen, von dem Kant ja abgeschrieben hat. Das ist dieser Joshua von Nazareth, ja, dieser JC-Dude. Ich habe davon gehört. Der hat ja auch sowas formuliert wie, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu oder behandle so ähnlich. Deinen Nächsten genau. Richtig. Nun haben ja eine Menge Leute einen ziemlichen Selbsthass. Gerade der jüdische Humor basiert darauf. Und das macht das Ganze erstmal problematisch. In weiterer Weise, es ist gar nicht mal so religiös, weil das nächste Ding, das Jesus gesagt hat, deswegen spreche ich auch haben soll, eigentlich immer von parareligiös. Also wenn wir Jesus hier einfach nur als Ethikphilosophen begreifen. Der er ja wahrscheinlich tatsächlich war, in einer sehr frühen Form. Ja, richtig. Also Jesus sagt ja auch, wer ohne Sünde sei, der möge den ersten Stein werfen. Ja, genau. Und daran sagt er ja genau das, was du gerade gesagt hast. Es wird sehr schwierig, jemanden ohne Fehler zu finden. Gleichzeitig ist auch das wieder gefährlich. Ich finde es schön, dass wir das hier so durchgehen das ist und drüber nachdenken dürfen. Aber auch eine ganz gute Vorrede für das Thema eben mit den Hexenverfolgungen. Ist es, glaubt uns das mal, einfach mal. Das kommt alles noch richtig gut hin. Weil wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber wir reden hier ja von kleinen Sünden, großen Sünden. Die Frage ist eben, wer ohne Rassismus ist, oder wer kein Antisemit ist, die Frage also da geht es ja um harte Sünden. Ne? Eben drum, wenn du das jetzt mal bei diesem antiken Bild belassen möchtest, auch mit der Steinigung als Strafe, wo fängt die Sünde an, die so schwer ist, dass sie wirklich gestraft werden muss? So. Das ist ja auch eine ewige philosophische natürlich und dann später auch rechtliche Diskussion. Aber es gibt ja die Strafe der Steinigung und es gibt die Strafe der ich benenne meine Straße nicht nach dir. Das ist jetzt auch noch eine Abstufung. Ja, na klar. Aber wirklich, da kommst du in so dermaßen viele Schwierigkeiten. Da kannst du tatsächlich auch zu Recht drüber diskutieren über ganz viele andere Straßennamen, auch Leute, die jetzt nicht, denen man nicht vorwerfen kann, es wären Rassisten gewesen oder sowas. Ne? Aber ich hätte ja, verzeih, dass ich unterbreche, aber ich habe gerade so einen schönen Gedanken und nicht die geistige Kapazität, mich später an ihn zu erinnern. und zwar, jetzt hätte ich gerne einen Podcast, bei dem die Leute jetzt klicken könnten, auf welche Art und Weise jetzt eingeleitet werden wird. Ja, möchten Sie eine Überleitung zum Thema Hexenverfolgung über
Luther. weil da wären wir ja jetzt könnte man ja wunderbar sagen, ha, Luther das nächste Problem. Religiöse Verehrung auf jeden Fall, check. Gleichzeitig kommen wir mit Luther exakt in die Zeit der Hexenverfolgung. Ja, das ist schon ein bisschen spät fast. Also da, ja, es ist, ja, aber es ist noch die Hochzeit, aber es ging schon vor ihm los. Ja, er ist jetzt nicht der Instigateur. Genau. Der Automobil. Weil ja. Losgehen geht es ja wirklich aktiv im späten 15. Genau. Und da war Luther noch nicht so aktuell. Ja, wie dann. Noch ein Blinzeln im Auge seines sehr wohlhabenden übrigens Vaters. Blitzern in den Augen seines Vaters. Genau. Und ich hätte ja übergeleitet über Luther durch den Vergleich zwischen männlichen und weiblichen Opfern der Hexenverfolgung. Das stimmt, ja. Da eine ganz interessante Vergleich Studie, zwischen katholischen und protestantischen in katholischen Regionen. Und protestantischen Gebieten die Zahl der weiblichen Opfer stark unterschiedlich war. Also, genau. Dass es in protestantischen jetzt dürft ihr einmal kurz raten, wer frauenfeindlicher war. Dass es in protestantischen Gebieten bis zu 80% weibliche Opfer gab, während in den katholischen Gebieten das deutlich teils bis zur Hälfte darunter lag. Der Grund wird Sie überraschen. Der Grund ist nämlich herrlich. Ich liebe den Grund. Philipp, der Grund? Ja, der Grund ist, dass Luther in seiner Bibelübersetzung Zauberinnen als weiblich eben übersetzt hat. Denn es steht geschrieben, dass Zauberer, die soll man verfolgen und ausstoßen. Ja. Also damals in der Bibel meinte man damit Leute eben die Schadmagie dem Sozialsystem gegenüber begehen und eigentlich war da die Rede von Zauberern, also Maskulinum. Ja. Und Luther hat das weiblich übersetzt. Und das ist ja im Lateinischen sehr eindeutig. Ja. Und denn er hat aus dem Lateinischen übersetzt, nicht irgendwie aus dem Aramäischen oder so. Genau. Der hat nämlich die gängigste Bibel seiner Zeit übersetzt, der gute Luther, nämlich die Vulgata. Und die Vulgata war eine Bibelform, die halt das gesamte Mittelalter durch sehr en vogue war und massenhaft rezipiert wurde. Ja. Also da war perfekte und Quellenlage. Da Gott gibt es viele von den beim Dingern. Beim selben Problem wie mit Kant, ne? Dass Luther tatsächlich, der war nicht nur normales, frauenfeindliches Kind seiner Zeit. Ja, ja, sondern der war halt ein bisschen extra frauenfeindlich. Richtig. Genau. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, und darf es noch ein bisschen mehr sein? Und dann setzen wir noch einen drauf. Genau. Also da gibt es Zitate, wo du dich wirklich fragst, ob der, Und da möchte ich wieder bei Böhmermann rauskommen, weil die Due Diligence, die er für einen Einzeilenwitz mit Kant nicht gemacht hat, die hat er ja bei Luther durchaus gemacht. Auf jeden die Fall. Die Böhmermann-Sendung über Luther ist Perfektion. Die ist großartig. Ist richtig die gut mag gemacht. Ich auch sehr. Nur und da auch nochmal zum Thema Straßen nennen. Ne? Du weißt, mit welcher Leidenschaft ich Martin Luther aus ganz unterschiedlichen Gründen wirklich nicht mag. Ja? Ja. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommt zu verlangen, dass Martin-Luther-Straßen jetzt umbenannt werden. So, das würde ich nicht zusammenbringen. Weiter mit meiner Woke-Theorie hier machen. Wärst du aber auch gar nicht gefragt eigentlich, wenn die Dinge richtig laufen würde, weil wir als alte weiße Männer, wir sind ja auch nicht diejenigen, die in irgendeiner Form drunter leiden. Das wir ist sind richtig, weniger Juden, die unter dem Antisemiten, wir sind weder Juden, die unter dem Antisemiten Luther leiden, noch sind wir Frauen, die unter dem Frauenfeind Luther leiden. Ich leide noch sind wir Protestanten, die unter der Freudlosigkeit und der Sexualfeindlichkeit Luthers leiden. Leide höchstens unter Facebook-Kommentaren von Leuten, die in einer Baumschule beim Lehrer Ast studiert haben und sagen, was ich in meinen Videos sage, ist alles total falsch, denn die Wikinger waren ja nicht doof. Ja, aber Philipp, ich möchte dir nicht deine Art der Diskriminierung hier wegnehmen. Du bist ein armes. Das ist natürlich tatsächlich ein recht geringes Leid im Gegensatz zu anderen. Ja. Richtig. Oh mein Gott, an dieser Stelle muss ich mir so dermaßen auf die Zunge beißen, nicht ein paar sehr problematische Witze zu machen. Zum Thema, wie Philipp sich jetzt labeln könnte, jetzt als Opfer, nicht wahr? Das ist so, der Attila Hildemann lässt grüßen. Genau. Ja.
Ja. Hexenverfolgung. Hexenverfolgung ist ein unglaublich interessantes Thema. Aus Sicht des Historikers ist das Erste, was da ins Auge stößt, ist natürlich, aber darauf möchte ich gar nicht mehr so dermaßen rumreiten, dass die Hexenverfolgung natürlich immer dem bösen, dunklen Mittelalter angedichtet wird, während es in erster Linie... Das ist aber tatsächlich ganz wichtig, dass wir diese Prämissen hier mal stellen. Was weiß man über Hexenverfolgung? Und ich meine, so ging es mir, als ich, weiß ich nicht, zwölf Jahre das war im alt war auch. Ne? Hexenverfolgung war im Mittelalter. Mhm. Hexen wurden von der Kirche verbrannt. Die Kirche war's, ja, und die Kirche war's, ja, so. Du, als ich so 14 war, hatten wir diesen unglaublich coolen Mathe- und Philosophielehrer. Und der kommt rein, nachdem wir gerade Rallye gehabt haben. Und unsere Rallye-Bücher lagen noch auf dem Tisch. Und unsere Rallye-Bücher hießen Brennpunkte der Kirchengeschichte. Und der Dude war so geil, der guckt da drauf und sagt, oh, Brennpunkte der Kirchengeschichte? Sind das nicht diese dunklen Flecken auf den Marktplätzen Europas? das war guter sehr, Witz, der sehr, aber sehr tatsächlich gut. auch. Ja, nicht so ganz, ja. Nicht, ja, ja. Historisch nicht stimmt, so ganz. Genau. Ja. Übrigens, ich fand es lustig, als du gerade sagtest, Rallye-Bücher war mein erster Gedanke, irgendwie was. Paris-Dakar, was? Paris-Dakar-Rallye-Bücher. Genau. Wie sage ich an, dass in 50 Metern eine 40-Grad-Linkskurve kommt? Ja. Hexenverfolgung. Oh, gestern habe ich Land Rover gesehen mit einem Paris-Dakar-Wüstenrallye-Umbau für echt wenig Geld, Philipp. Ich möchte unsere Patreons bitten. Ja, ich glaube. Spendet. Genau. Wenn das Ding kommt, werden wir Captorga die Rallye machen. Unbedingt. Das kann man bestimmt irgendwie auch medial und so. Wir nehmen euch da alle mit. Audiovisuell. Mit solchen Land Rovern, wenn du dann losfährst und 100 Kilometer fährst, da kannst du dir sicher sein, dass du nicht mehr mit allen Teilen ankommst, 100 Kilometer später, mit denen du losgefahren bist. Ach Mann, das ist doch hier Grollpropaganda der deutschen Automobilindustrie. Ja. Hier nur VW mit seinen Spaltmaßen. Ja. Spaltmaße. Hauptsache Spaltmaße. Was tatsächlich auch noch ganz wichtig immer wieder auftaucht bei den 1/8 gebildeten Menschen, die sich zum Thema Hexenverfolgung auslassen, ist das Wort Inquisition. Oh ja. Du meinst den internen, den Geheimdienst der Habsburger. Nobody expects the Spanish Inquisition. Ja. Aber wirklich, das ist dieses Ding, was immer zusammengeworfen wird. Ne? Im Mittelalter hat die Inquisition Hexen verbrannt. So, das ist das, was man über Und nichts davon stimmt eigentlich so richtig. Ja, die Inquisition war nicht für Hexen zuständig, gar nicht für obwohl hier Dings, der Oberirre, der hat sich ja Inquisitor genannt. Heinrich Kramer. Genau, Kramer. Ja, also das ist so ein bisschen, kommen wir aber zu dem auch kommen gleich, wir auf jeden Fall noch, aber das ist so ein bisschen das Ding, wo tatsächlich die Hexenverfolgung ein bisschen im Mittelalter noch wurzelt. Natürlich, aber eine Wurzelung im Mittelalter in ihren Symbolen, in ein paar Ideen, richtig, kann man ihr nachsagen. Der war ja krankhafter Narzisst und das war für ihn so wichtig, sich diesen Titel zu geben, wie es heute jemandem wichtig ist, der unbedingt gerne Feldherr sein möchte, irgendwie sich so eine Fantasieuniform anzuziehen. Ne? Genau. Weil man eben mit diesen Zeichen und auch mit bestimmten Titeln bestimmte Sachen verbindet einfach. Also ich glaube, wenn wir wirklich sagen wollen, wo es anfängt eigentlich mit der Hexenverfolgung oder wo in der Retrospektive, zum Beispiel vom 19. Jahrhundert ausguckend, Dinge mit der Hexenverfolgung verwechselt werden. Ja. Es gibt im Mittelalter eine Gerichtssprechung über Proben. Unter anderem? Wir haben da gar nicht so viele Quellen zu, aber zum Beispiel haben wir die Quelle, dass einer Frau, das ist auch noch interessant im Sinne der Hexenverfolgung, die ihren Mann posthum rehabilitieren möchte. Der wurde verurteilt, ist jetzt tot und sie möchte aber sagen, nein, das war ein Fehlurteil und den Namen der Familie reinwaschen. Und dazu begeht sie eine Probe, die besteht darin,
dass sie ein glühendes Stück Eisen anfassen muss, es irgendwie einen Meter weit tragen oder sowas. Und danach wird beguckt, ob die Verbrennung, die entstanden ist, ob die sich entzündet oder nicht. Und wenn sie sich nicht entzündet, dann ist das natürlich ein göttliches Zeichen, dass der Einspruch, der Widerspruch, den sie da eingereicht hat, gültig ist. Und ihr wird dann Recht gegeben. Solche Proben gibt es ja dann tatsächlich in den Hexenprozessen oder im Vorfeld der Untersuchungen auch, wie zum Beispiel Leberflecken stechen oder Muttermale stechen und sowas. Aber das ist was, das kommt eigentlich erst später, auch im Zusammenhang mit ganz viel nicht kirchlichem, sondern weltlichem Aberglauben, ja, wo sich dann solche Proben entwickeln. Losgehen tut es eigentlich. Allerdings, der Ursprung der Probe, wie ja meine Eisenprobe hier, das hat ja schon mit heiligen Geschichten zu natürlich, tun. Natürlich, ja, klar. Wenn wir schauen, wo es losgeht, dass die Inquisition auf den Plan tritt, ne, das ist tatsächlich schon wesentlich früher, im Hochmittelalter. Und zwar geht es darum, dass die Inquisition eingerichtet wurde, um Heretiker zu verfolgen. Mhm. Also Leute, die quasi vom wahren Glauben abgefallen waren. Ketzer, sagen wir heute auch noch dazu, wie zum Beispiel die Katharer. Ja, eine Gruppe, die eben den Glauben anders ausgelegt hat. Und dann und auch andere Symbole und andere Rituale eben. Wobei man da halt extrem gucken muss, wer war gerade Papst? Genau. Wer war gerade König von Frankreich? Ja. Wer war gerade Kaiser des Heiligen Römischen Reiches? Und wie wurde eine solche Inquisition in dem Moment instrumentalisiert oder nicht instrumentalisiert? Genau. Politisch. War das wirklich päpstliche Politik? Im Hochmittelalter noch gar nicht so einfach, denn da war die Kirche ja tatsächlich noch mächtiger als die weltliche Macht. Im frühen Hochmittelalter ist die Kirche auf dem, also die Kirche, wenn es die jemals so gibt, aber da ist die auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ich verweise da auch nochmal auf unsere anderen Podcasts, da kann man sich eben anhören, warum im nachrömischen in der nachrömischen Entwicklung sich die weltliche Macht gar nicht ohne die kirchliche Macht entwickeln konnte und warum es eben lange so war, bis ins Hochmittelalter rein, dass die Kirche eigentlich die bestimmendere Macht war und welche Streitigkeiten es gab, auch welche theologischen, welche politischen und auch welche tatsächlichen, die weltliche Macht dann immer mehr angestrengt hat, um sich zu emanzipieren und sich dann auch über die kirchliche Macht zu erheben. Wen sowas interessiert, ein Google-Stichwort hier, Zwei-Schwerter-Lehre. Wer das mal googelt und sich dann zu Gemüte führt, was es damit auf sich hat, der wird viel über die Entwicklung und den zugrunde liegende Weltbilder Ausgang einfach, des Ganzen lesen können. Ja. Die Inquisition also gegründet gegen Heretiker, gegen heretische Umtriebe. Die Kirche hatte ja immer wieder Streitigkeiten schon auch in spätantiker Zeit, zum Beispiel die germanischen Stämme, die waren ja recht früh arianische Christen und da hat man sich dann eben auch irgendwann darüber gestritten, ob die arianische Lehre der katholischen Lehre entspricht oder nicht. Ne? Und immer wieder kam es eben dann dazu, dass auf solchen Konzilen dann eben besprochen wurde, welche Form der Ausübung der Rituale und auch der Ansicht des Göttlichen nun rechtmäßig wären und welche nicht. Und wer vorher noch ein ordentlicher Christ war, der war dann nach diesem Spruch plötzlich ein Ketzer, wenn er sich nicht von seinen Vorstellungen dort abkehren wollte. Ja. Und die Inquisition tatsächlich hat solche Ketzer verfolgt, hat die tatsächlich auch kirchenrechtlich verurteilt und die auch zum Tode befördert. Schon damals gibt es aber Schriftquellen, die zeigen, dass die Inquisition nicht an Hexenglauben interessiert war. Ja. Denn also die Inquisition, die war da sehr in der weltlichen Ausübung der Religion verankert und daran interessiert, Dinge wie dämonisches Wirken, Hexen etc., was man heute dem finsteren Mittelalter zuschreibt, daran hat die Kirche als Institution, das war auch immer schon schwierig, aber wir müssen es verkürzend hier so nennen, im Mittelalter gar nicht geglaubt, denn es hieß, Gott ist allmächtig und mit dieser Allmacht
kann er Dinge wie Magie, Dämonen, also sämtlichen Aberglauben gar nicht zulassen. Das ist so ein der bisschen existiert das, nicht, weil Gott dafür zu mächtig ist. Genau, das ist ja auch das Lobpreisen der Schöpfung immer. Wenn ihr euch fragt, ihr steht irgendwo in der Kirche vor so einer St. Georgs-Figur und der ersticht da seinen Drachen. Und im Mittelalter ist der Drachen immer ganz winzig. Sind immer ganz kleine Drachen, die sehen aus wie so wie Babydrachen zu seinen Terry Füßen. Pratchett, die Sumpfdrachen. Genau. Es ist immer fast ein bisschen grausam, was er da mit dem armen Tier macht. Das liegt genau daran. Dieser Drachen ist so winzig, weil er vor der Größe Gottes nicht bestehen kann. Richtig. Und das so ist, das ist das, ging es mit Dämonen, mit Hexen, mit, mit Magiern. Ja, es war ich möchte das aber jetzt wirklich noch ein bisschen herausstellen, weil ich das unglaublich spannend finde und unglaublich wichtig, dass man das versteht, dass die Kirche im Mittelalter wirklich dieser Hort der Wissenschaft war, dass die Kloster Orte wirklich wissenschaftlicher Forschung waren. Da wurde experimentiert, da wurde geschrieben, da wurden Theorien aufgestellt, verifiziert, falsifiziert. Ja, ja. Das fand da alles statt. Und der Glaube, den man seitens dieser Leute, die wirklich Kirchenpolitik gemacht haben und Bücher geschrieben haben zu dem Thema, der Glaube, wie er sein sollte, sollte ein sehr aufgeklärter Glaube sein. Das stimmt. Forschung sollte eine Methode sein, um die Schöpfung Gottes besser kennenzulernen. Richtig. Zu verstehen, nachzuvollziehen. Genau. Und die wollten nachvollziehen, wie ein Blatt funktioniert oder wie Bäume oder warum man Krankheiten bekommt. Das ist auch nicht. Und die wollten das nicht mit Dämonen erklären. Wie man sich das heute, wie man sich das heute vorstellt, dass in der Vorstellung Wissenschaft und Religion sich gegenseitig ausschließen, nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt. Und das ist natürlich auch nach naturphilosophischen Maßgaben auch basierend auf antiken Schulen. Ja. Ja, zum Beispiel haben sich die griechischen Philosophen gefragt, schon wie funktioniert die Welt, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert das Leben, und trotzdem man im Griechischen auch eine Mythologie und Götter hatte, ne? Die hat man gar nicht in Frage gestellt, wahrscheinlich. Also die hat man auch als existent gesehen, hat einen das trotzdem nicht davon abgehalten, der Funktionalität der Dinge auf den Grund zu gehen. Ne? Wie ich auch, eine ganz besonders spannende Frage ist dann in der griechischen Philosophie, die nach dem unbewegten Ersten Beweger, ne? Was ja letztendlich die Frage der Schöpfung ist. Wenn man schon damals hat man erkannt, dass Dinge nur funktionieren, wenn man Energie in sie reinsteckt. Mhm. Das war ein kleines GGD, oder? Ja, nein, ich weiß nicht. Wenn man Energie in sie reinsteckt, und da wurde sich natürlich gefragt, okay, aber wo, weil alles muss ja irgendwann mal anfangen. Ne? Woher kommt die Energie, die am Anfang zum ersten Mal impliziert wurde in das System, damit es funktioniert? Ne? Die Frage nach dem unbewegten Erstbeweger. Und das ist wirklich eine interessante philosophische Frage, denn das stellen wir uns heute noch. Ne? Und auch heute gibt es tatsächlich viele Physiker, die sich dann eben auch theologisch mit der Frage beschäftigen, wenn es einen Gott geben würde, dann wäre es tatsächlich dieser unbewegte Erstbeweger. Denn das ist das Einzige, was man physikalisch noch nicht so hundertprozentig greifbar erklären unsere, kann. Unsere Physik davon ausgeht, dass ein Perpetuum mobile nicht möglich ist. Und dadurch muss es eine erste Initialenergie geben, die außerhalb des Systems steht. Ja. Und diese erste Initialenergie, das wäre gegebenenfalls das Göttliche oder was man als Göttliches versteht. So, aber das führt natürlich, und nein, ich selbst bin Atheist, also ich glaube tatsächlich nicht an. Das funktioniert ja schon in dem Moment, in dem du den Maßstab nochmal veränderst. Ich weiß, wir reden hier von dem Universum, aber es gibt ja Prozesse, die einmal angestoßen sehr lange dauern. Ja. So eine Sonne zum Beispiel. In dem Moment, wo wir davon ausgehen, wir sehen hier nur einen Ausschnitt
und sind nicht in der Lage, außerhalb unseres Systems zu gucken. Ja, natürlich. Wir hatten ja ein Sonnensystem und dachten, oh Mann, das ist ja groß. Und dann hatten wir eine Galaxis und dann hatten wir irgendwie eine Galaxisgruppe und einen örtlichen Haufen und etc., etc., etc. Und das wird immer größer und immer fetter. Und irgendwann bist du bei einem Universum. Und was ist, wenn das zwischen ganz vielen anderen Universen rumschwebt, die sich zwischendurch mal gegenseitig anstoßen und dann geht das Ganze von Neuem los. Und am Ende wird rauskommen, dass jedes Universum einfach nur ein Mikrobium im Darm eines sehr im Darm. Großen anderen Lebewesens ist. So. Das sind so kulturelle Unterschiede. Ja. Immer der Darm. Genau, stimmt. Nein, aber dieses Entdecken von immer weiteren Systemen, übergeordneteren Systemen, wo man sich dann fragt, gibt es darüber wieder ein übergeordnetes System? Und hatten wir ja auch im ersten Men in Black Film, ich entsinne mich, wie Universum dann immer weiter rauszoomte und dann irgendwie so als Spielkugel im Murmelbeutel eines kapuzentragenden Wesens endete. Nicht im Darm, sondern im Spielzeugkugelbeutel. Ja. So, genau. Aber wollte man auf die Schliche kommen. Auf den Grund gehen, selbst wenn man religiös war, denn man erhoffte sich ja tatsächlich auch, dass man dadurch eventuell den Beweis zur Existenz Gottes erbringen konnte. Mhm. Ja? Denn man stellt sich ja auch so vor, dass Wissenschaft eben zeigen soll, also dieser Widerstreit zwischen Religion und Wissenschaft, Wissenschaft soll zeigen, dass man, dass Gott nicht existiert. Mhm. Ne? Aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen eine moderne Vorstellung, die auch nicht mal alle wirklich großen Physiker teilen, die tatsächlich auch, und auch heute noch gibt es Strömungen, die Physik als rationalen Weg zum Beweis Gottes betrachten, wo man dann eben wieder auf dieses Problem kommt hier des unbewegten Erstbewegers, also des Implizierens von Energie in das System, sodass das System dann funktioniert und die Problematik, dass wir mit Physik tatsächlich das System, wie es läuft, erklären können, aber nicht, wie es zum Laufen gebracht wurde. Ja, und ich weiß, alle Physiker werden jetzt auch sagen, natürlich, so einfach ist das nicht. Nein, so einfach ist es tatsächlich auch nicht. Aber wir haben nur, auch nicht so einfach. Genau, wir haben nur 2 Stunden Zeit und ich wollte ein ganz kurzes Beispiel bringen dafür, wie auch im Mittelalter, was genau eben Adam richtig sagte, die Kirche, Religiosität und also bei Religiosität muss sich nicht ausschließen. Wollte ich nochmal einhaken. Das Ding ist nämlich, es gibt viele sehr interessante Bücher und Untersuchungen von Historikern zu Religiosität im Mittelalter. Wie hoch war die denn wirklich? Haben die Leute wirklich an Gott geglaubt oder war es eher so eine Weihnachten-Ostern-Geschichte? War das Leben halt von Religion durchdrungen, was aber nichts über den persönlichen Glauben sagte? Zu dem Thema gibt es sehr viele Untersuchungen und ihr könnt euch vorstellen, ein sehr schwer zu fassendes Thema, weil man ja auch quellentechnisch, wie sagt man, ohne einen Haufen von Tagebüchern zu haben, wie der einzelne Mensch gedacht, empfunden hat, wie religiös der wirklich war, oder war das nur einfach das kulturelle Korsett der Zeit? Ich glaube, so muss man sich das am ehesten vorstellen. Das, was für uns letztendlich wichtig ist, ist zu sagen, dass es nicht diesen Widerspruch gab zwischen Wissenschaft und Religion. Und es gab allerdings einen Widerspruch zwischen Wissenschaft / Kirche und Aberglauben. Richtig, absolut. Und das ist ein Widerspruch, der fortgeführt wurde. Denn es gab einen Kampf gegen den Aberglauben, der äußerte sich bloß einfach mal verdammt selten darin, dass man irgendeine arme Kräuterfrau von Kadi gezerrt hat. Und wenn dann die Kirche schon gar nicht. Und also die Kirche schon mal gar nicht, sondern irgendwelche Dörfler. Ja. In der frühen Neuzeit setzte sich exakt das fort, das finde ich nämlich auch unglaublich interessant an der ganzen Nummer, da setzte sich dieser Kampf der
Religionswissenschaft, der Wissenschaftsreligion gegen den Aberglauben fort, indem stellenweise die großen Aufklärer und die großen Vernunftphilosophen durchaus auch Freunde von Phänomenen wie Hexenverbrennung waren. Und da war Hexenverbrennung eben der protestantische, vornehmlich protestantische Antifeminismus, der da auch hinterstand. Diese unglaubliche Neigung zum Femizid hier, das war auch eine Ausprägung einer gewissen Wissenschaftlichkeit, nicht eines Aberglaubens. Und eine Ausprägung eines Kampfes einer beginnenden Naturphilosophie und Vernunftphilosophie gegen ältere Formen Gesellschaft zu organisieren. Also einer neuen Wissenschaft, die Pathologisierung betrieb, die Phänomene pathologisch erklären wollte, die mit älteren Formen des Umgangs mit diesen Phänomenen im Widerstreit lag. Ja. Aber lass uns tatsächlich nochmal zurückkehren. Ja, das wird nämlich furchtbar kompliziert, ja, habe ich gerade gemerkt. Wo wir gerade waren, wir haben mal ein bisschen in der historischen Abfolge, also wie gesagt, Inquisition. Waren wir gerade bei den Katharern. Ja. Genau, Hochmittelalter, die Inquisition war nur dafür da, um gegen Heretiker vorzugehen. Es gibt Schriftquellen, wo den Inquisitoren ausdrücklich untersagt wird, sich Dingen wie Hexenmeldungen und so weiter zu widmen. Wenn überhaupt, dann soll dies nur auf eklatante Anzeige hin verfolgt werden. Aber letztendlich ging man davon aus, dass ein Aberglaube etc., also Aberglaube ist eh unchristlich. Ja. Aberglaube wurde tatsächlich auch immer als Unterscheidungsmerkmal zu Heiden gesehen, ne, die an irgendwelche Götzen glauben und an Magie und an Dämonen und, ja, und unsere Religion ist irgendwelche die Wesen, genau. Richtig. Das, was wir heute immer in Filmen sehen, hier, wo, weiß ich nicht, God's Army, ne, und die ganzen interessanten Sachen, wo die himmlische Welt gegen die höllische Welt kämpft und jeder einzelne Kreis hat einen Dämon und der hat jeweils eine eigene Waffe und sowas. Das sind alles keine Ausflüsse des mittelalterlichen Glaubens. Mhm. Ja. Auch wenn man das denkt, weil das klingt so schön mittelalterlich. Es ist aber nicht mittelalterlich. Ja, und dann im 15. Jahrhundert. Lass uns noch mal eine Zwischenstufe machen. Also wir haben das Hochmittelalter, dann haben wir ausgehend so Phänomene wie die Katharer, die tatsächlich von der Inquisition bekämpft werden. Warum passiert das wiederum? Wir hatten jetzt die eine Begründung, nämlich das steht entgegen der Philosophie der damaligen katholische Glaube hatte den Anspruch, katholisch zu sein. Also allumfassend. Man konnte nicht erlauben, dass sich Sekten abspalten. Selbstverständlich. Genau, ja. Dann kommt als nächstes allerdings der normale Sachzwang hier. Ich erinnere da an Sigismund den Alten, das war ein König von Polen, der hat so ein Toleranzedikt erlassen, auch gegen andere Religionen als König und hat so Religionsstreitereien im polnischen Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit, da am Übergangsmoment hat er solche Streitereien verboten. Dann hat er einmal doch eingegriffen, als in Danzig sich so eine Wiedertäufer-Sekte durchsetzte und zwar zitiert mit den Worten: Lass uns da mal eingreifen, bevor es denen einfällt, mit Weizen zu handeln. und darauf möchte ich hinaus. Als nächstes gibt es halt diesen Sachzwang. Also das ist immer noch in der Problematik, dass die Verwaltung tatsächlich auch im Hoch- und auch noch im Spätmittelalter größtenteils von der Kirche übernommen wurde. Genau. Die entsprechenden staatlichen Strukturen. Fürstbischöfe und so eine Scherze. Ja, und das ist alles, schwierig. Und da haben wir einmal die Katharer, oh Gott, ich und dieser Name immer, jedes Mal betone ich den falsch. Das ist übrigens auch noch ein Relikt meiner Polnischkeit. Das ist nämlich eine Sprache, in der man auf die vorletzte Silbe betont. Und im Deutschen halt nicht.
die Katara. Jetzt habe ich das neutral betont, ein Ausweg. Das ist auch so ein Fall, wo es um eine reiche Sekte geht, die Burgenbau betreibt und die Wege in Beschlag besetzt, genau. Mit Beschlag belegt und die halt zu Geld kommt immer weiter und das soll gestoppt werden. Der nächste Punkt, wo wir eine mittelalterliche, noch nicht Inquisition haben, die sehr prominent auftaucht, sind natürlich die Templer. Richtig. Also alle die sagen, macht mal was über die Templer. Ich finde die Templer gar nicht so furchtbar interessant. Die waren einfach reif zum Ernten. Genau, die waren reif zur Ernte. Es gab eine Menge Ritterorden und tatsächlich viele davon sind sehr, sehr reich geworden. Ob das der Deutschorden war oder die Malteser oder die Johanniter. Das ist natürlich Quatsch. Da habe ich eine kleine Falle eingebaut, nicht wahr? Denn was ist nochmal der Nachfolgeorden des Templerordens? Also die Templer waren sehr reich geworden, genau. Und wurden geerntet, und zwar vor allem von einer weltlichen Macht, genau. Nämlich dem König von Frankreich, der sich dazu kirchlicher Mittel bediente. Und das in ist einer ja Zeit, als der allerdings schon längst seinen kleinen, zahmen Haustier-Papst im Keller hatte, quasi, hatte, den er auf alles scheuchen konnte, was ihm nicht gefiel. Und das ist auch wieder eben so ein Beispiel auch für Verschwörungserzählungen, ne? Die Templer, ein gutes Beispiel, denn auch wie es heute noch ist, es geht in die Köpfe vieler Leute nicht rein, dass große Ereignisse keine großen Ursachen haben müssen. Ne? Es ist also, wenn ein großes Ereignis ist, wie zum Beispiel die Auslöschung dieses Templerordens, dann muss das eine große Ursache haben, dann ist es nicht darum, weil die eben für den weltlichen Herrn zu mächtig geworden waren, dass ein Dorn im Auge war und man gleichzeitig auch an das Vermögen ran wollte. Ja, das ist eine viel zu kleine Ursache. Nein. Da muss es eben dann sein, dass die den Gral erfunden haben, gefunden haben, die Quelle zum unsterblichen Leben in der Hand hatten, Raumschiffe hatten, weltweit sich Stützpunkte gebaut haben und der König war eigentlich auch gar nicht der König, sondern wurde von der widerstreitenden außerirdischen Macht instrumentalisiert und so wurde dann außerirdische dann Krieg und das, so weiter. Dann kommt das Sexuelle. Das auch noch, die Templer waren ja auch alles Sodomisten und so. Das ist übrigens das mit den Sodomiten. Das erinnert mich ja daran, worüber wir vorher gesprochen haben. Ich habe diese kleine Meldung gesehen, eins dieser Pärchen, eine dieser Pärchenbeisetzungen aus der Antike. Die sich an den Händen gehalten haben. Die sich an den Händen gehalten haben. Und wo dann rauskam, da hat man jetzt rausgefunden, dass zwei Männer. Sofort dann als gewertet wird an die öffentliche Zurschaustellung von Homosexualität in der Antike. Richtig. Und ich dachte, hey, das ist die Birka-Schildmeid-Debatte. Immer. In Grün. Ja. Nämlich, es wird erstmal konstruiert. Vorher hat man die Liebenden von genannt. Genau, also vorher sei man von einem Pärchen ausgegangen. Ja. Jetzt hat man rausgefunden, dass es zwei Männer sind. Also muss man jetzt wieder von einem Pärchen ausgehen, dass sie schwul sind. Ja, das ist genauso wie bei der Schildmaiden-Debatte. Da sagt man, wir hatten ein Grab mit Waffenbeigaben, das sofort natürlich als Kriegsspezialist und General gedeutet wurde. Ja. Weil es ein Brettspiel hatte. Dann hat man rausgefunden, nee, das ist doch eine Frau. Und jetzt muss man es halt umgekehrt genauso blöd machen, wie man es vorher konstruiert hat, dass man Männern gemacht hätte, dass es eine Frau war, die Krieger und General war. Das ist natürlich für Leute wie uns sehr problematisch, weil wenn du jetzt dieses Beispiel ansprichst, mit den Händchenhaltenden, wir sind beide glühende Verfechter von der Gleichstellung von Homosexuellen. Wir sind beide glühende Verfechter der sogenannten Homo-Ehe, also dass Homosexuelle heiraten dürfen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir dann
automatisch diese Vorstellung von heute dann zurückprojizieren möchten oder es sehen möchten. Gleichzeitig, dass es Homosexualität in der Antike, in der Bronzezeit, in der Steinzeit, in der frühen Eisenzeit und immer gab. Unstrittig, nur. Das sei geschenkt, gerade in der Antike. Ja. Weißt du, oh mein Gott, dann halt in Griechenland gab es Homosexuelle. Nein. So ein Grab sehe und dann ein Händchen halten, sofort sexualisiert interpretiert wird. Ne? Da rollen sich mir natürlich. Genau, weil solche Symbole halt auch was anderes bedeuten können und wir dürfen dann nicht mit unserer modernen Deutungsweise an alles rangehen. Warum erzähle ich davon im Zusammenhang mit den Templern? Anguckst nur als Beispiel auf den skythischen Darstellungen, ne, wie Bruderschaft eben dargestellt wird, dass die Männer wie Liebende sich umarmen und dann gegenseitig aus Gefäßen trinken und sowas. Ne? Das ist also, es gibt da sehr viele. Lest mal ein Buch aus dem 18. Jahrhundert, wie zärtlich Männer da untereinander sind, wenn es Freunde sind. Aber der Adam spricht natürlich darüber, weil als ein großes Manko den Templern eben nachgesagt wurde, es wäre eine Vereinigung aus Sodomiten. Unter anderem ist das ein moderner Gedanke, weil auf ihrem Siegel zwei Reiter, die auf einem Pferd reiten, dargestellt wird. Ja. Und dieses Siegel ist natürlich in vielerlei Hinsicht besonders lustig. Ja. Und da heißt es natürlich, modern denkt man gleich, sie reiten zu zweit auf einem Pferd, weil sie sich lieben und weil sie dann eben gemeinsam sich dieses Pferd teilen. Wer weiß in welcher Hinsicht noch? Ne? Man weiß ja, Katharina der Großen erzählt wurde. Der Po, das einen reibt am Gemächt des anderen in dieser Position. Das war jetzt auch nur so hier, das mit Katharina der Großen und dem Pferd und dem Flaschenzug und weiter. Ne? Das spielt in dieselbe Liga. Und jetzt kommt es, weswegen wir sagen, so eine Symbole sind Esel in Rom und so. Etwas, die können wir heute gar nicht mehr teilweise verstehen, wenn man es nicht weiß, denn es bedeutete vielmehr das Armut. Es hat was mit einem ordenshaften Armutsgelübde zu tun. Da sind zwei Ritter, die so arm sind, dass sie sich ein Pferd teilen. Richtig. Darum geht es. Und dieser Gedanke der Armut war extrem wichtig. Natürlich auch extrem verlogen. Die Templer waren vieles, aber nicht arm. Das galt für alle anderen Nicht-Ritterorden genauso. Die Orden, die am meisten damit angaben, arm zu sein, waren es am wenigsten. Genau. Das ist wieder mal einer Bibelstelle zu verdanken. Das mit dem reichen Mann und dem Himmelsreich. Dem Nadelöhr? Dem Nadelöhr und dem Kamel und so, genau. Also sinngemäß, ich komme nicht mehr ganz auf die Stelle. Der heißt für einen reichen Mann eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Damit hieß es aber auch, dass Gebete von armen Orden viel mehr erhört werden und einfach viel mehr wert sein. Und der Moment, in dem Orden im Allgemeinen einfach zu Gebetsfabriken werden, ist derjenige, wo Orden natürlich auch damit angeben müssen und damit Werbung machen müssen, dass sie extrem arm sind. Zisterzienser. Genau, am geilsten machen das am Ende die Zisterzienser, die wirklich komplett einen auf absoluter Battle-Orden machen. Battle-Orden-Franchise. Genau, dabei aber unglaublich reich sind. Genauso die Templer, die haben auch in ihrem Siegel eben das ihr größtes ihr größtes Ding sei die Armut und werden damit natürlich unglaublich reich. Die machen so unglaublich viel Geld und ihr müsst euch das viel Geld machen bedeutet, dass man auch nachdem die Quelle versiegt ist, immer noch unglaublich viel Geld hat. Das ist unglaublich viel Geld. Also von was für Summen wir hier reden. Natürlich haben wir das nicht mehr so nachgehalten, dass wir sagen können, genau wie viel hat sich damals der König von Frankreich unter den Nagel gerissen. Aber nehmt mal zum Beispiel als anderes Beispiel den Deutschorden, also den Orden vom Deutschen Haus in Jerusalem und Maria. Als deren letzte Hochburg Akkon, verziehen die sich erstmal nach Venedig,
sitzen da ewig in Saus und Braus und lassen sich währenddessen das, ich war letzte Woche erst da, das größte Ziegelgebäude Europas in Prussenland bauen. Die Marienburg. An der Nogat. Ja, da waren die Grundstückspreise ja gut. Die Marienburg, die, ja genau. Zu der Zeit, da waren ja alle noch Heiden. Ja, da war, das war ja auch eine unsichere Nachbarschaft einfach. Das sind die, das ist so, wie ich das mache. Ich gehe auch alle zwei Wochen mal raus und baller ein bisschen durch die Gegend. Einfach nur, damit die Grundstückspreise niedrig bleiben. Und so haben, und das ist ja unglaublich. Die haben in einem umkämpften Gebiet. Wenn du davon Gebäude sprichst, also Gebäude wird ja dem, was die Marienburg ist, nicht mal ansatzweise gerecht. Also wir reden da stellenweise von 6 bis 8 Meter dicken Mauern. Aus Ziegeln. Da gibt es einen riesen Saal, der ist mal komplett bodenbeheizt. Wir reden von Ziegel, dazu muss man natürlich wissen, wie teuer auch zu dieser Zeit überhaupt Ziegel waren. Mhm. Die waren so teuer, dass selbst Bürgerhäuser in nicht sehr wirklich reichen Städten trotzdem noch aus Holz und Fachwerk gebaut wurde. Und das Einzige, was in Ziegel gebaut wurde, die Kirchen. Ja, ja, richtig. Die großen, die ganze nordische Gotik quasi so, ne? Diese Backsteingotik. Überall, wo du hier. Die ist Backsteingotik, weil nur die Kirchen in diesen Backsteinen gebaut wurden und der Rest war Holz und Lehm. Genau. Fachwerk halt. Ne? Und die Marienburg ist so dermaßen gewaltig. Ei Caramba. Richtig. Und da reden wir noch über von Brücken über die Nogat. Das ist doch so groß wie ein Sternzerstörer bei Star Wars mindestens. Ja, richtig, richtig. Das hat so Sternzerstörergröße, das Ding. Und das haben die sich bauen lassen. Und die haben halt nicht vor Ort gewartet, dass es fertig wird und waren dabei, sondern saßen währenddessen echt mit so einem Martini. Genau. An der Adria. An der Adria. Und haben den Martini da geschwenkt. Ja. Und das hat ja, wie lange haben die an dem Ding gebaut? Also lange. Also die war nicht, ich sag nicht, mal, so ein Ding ist nicht über Nacht gebaut. Das wird nicht in 10 Jahren gebaut. Ja. Also die waren sagenhaft reich. Und es war aber eine gute Idee, dahin abzuhauen, weil die Templer hatten so eine gute Idee nicht. Die sind nach Frankreich zurück. Genau. Und das war nicht gut, weil da war man direkter Konkurrent und auch Neidobjekt. Genau. Was uns tatsächlich auch wieder zu den Hexenverfolgungen überleitet, denn das lief tatsächlich durchaus ähnlich. Aber wir gehen mal nochmal zurück ins 15. Jahrhundert, Mitte des 15. Also jetzt gehen wir ja vor, jetzt sind wir ja beim Templer, sind wir ja. Meine ich ja. Im 14. Entschuldigung, wir gehen genau zurück zum Thema und gehen richtig. Ich wollte ins 15. Jahrhundert, du sagtest, wir wollen davor noch mal was machen. Genau, genau. Und deshalb fand ich die Templer auch noch ganz lustig. Und da hat man natürlich auch einen Prozess mit hochnotpeinlicher Befragung und sowas. Natürlich. Und dem, was man so mit Hexenverfolgung in Verbindung bringt, hat man da auch durchgeführt. So, und wir sind jetzt, wie gesagt, in der beginnenden zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und dort kommen tatsächlich Gerüchte auf, das kann man nachhalten, dass es eine Sekte der Hexen und Zauberer gäbe, die im Verborgenen daran arbeiten, die Christenheit zu zerstören und christliche Menschen umzubringen. Ja, also das hat QAnon lässt grüßen. Ja, das hat auch viel zu tun mit beispielsweise Judenpogromen, die es auch schon im 14. Jahrhundert gab, in Frankreich zum Beispiel. Oh, die gab es dann hieß, schon im Frühmittelalter. Natürlich, klar. Also ja, 10. Aber da hieß es dann explizit, die Juden hätten sich mit dem Islam verschworen, die Christenmenschen umzubringen und darum die Brunnen zu vergiften. Ne? Das ist also so ein bisschen das. Damals waren es immer die Brunnen. Mhm. Bei uns kommt heute das Trinkwasser aus der Wand. Also denken die Menschen, die Luft soll vergiftet werden. Also haben wir Chemtrails. Mit Chemtrails, genau. Und dann hieß es auch zum Beispiel, dass die Juden christliche Kinder oder vor allen Dingen christliche Knaben stehlen, diese dann in Nagelfässern herumschleudern, sodass das ganze Blut abgezapft wird und man dieses
Blut dann zu antichristlichen Ritualen an Ostern trinkt. Ne? Also das ist, ja, das ist QAnon in rein Kultur. Reloaded, nur da wir eben heute nicht mehr so eine religiös durchdrungene Alltagswelt haben, ist es heute eben nicht zu antichristlichen Ritualen, sondern zur unheiligen Lebensverlängerung. Ne? Mhm. Aber es sind alles ähnliche Vorstellungen. So. Und auch dann im 15. Jahrhundert, zweite Hälfte 15. Jahrhundert, dieses Aufkommen dieser Sekte der Hexen und Zauberer, ne, die in einem geheimen Land leben und dort an der Zerstörung der Christenheit arbeiten. Das war auch eine Vorstellung, die scheint nicht neu gewesen zu sein. Also wir haben ja auch, wer es auf YouTube sucht, der kann mal gucken, die Magonia-Verschwörung. Mhm. Ne? Also es gab irgendwie immer wieder über die Jahrhunderte die Vorstellung und wirklich über viele Jahrhunderte, das lässt sich vom Frühmittelalter nachweisen bis ins Spätmittelalter, dass es ein Land gäbe, welches Magonia heißt, wo eben die Magier wohnen würden. Ne? Also eben, und das, wenn es in eben jene, die Quellen auftaucht, Luther dann ja fälschlich als Magierinnen übersetzt hat, also als Zauberinnen. Ne? Also das bezieht sich tatsächlich dann auf diese Magier aus der Bibel, die dort männlich genannt wurden, die Luther dann verweiblicht hat. Und diese Sekte der Hexen und Zauberer, so, die soll wohl nun im geheimen Umtriebe starten. Ja? Mhm. Und dann gab es diesen Heinrich Kramer, von dem wir gesprochen haben, der sich besonders dafür interessiert hat. Der war studierter Theologe, auch promoviert wurde er, also er war Doktor. Und der wollte dem nachgehen, der hatte da irgendwie einen Narren dran gefressen, also quasi der Axel Stoll seiner Zeit. Ne? Mein Name ist Heinrich Kramer, promovierter Religionswissenschaftler. Und der hat zu seiner Verteidigung, damals gab es noch nicht so viel zu studieren. Ne? Der hat sich dann, die Doktorarbeit von Stoll, die soll fachlich gar nicht so schlecht gewesen sein. Ja, also das ist, kann ja sein, dass er irgendwann mal mit 30 noch nicht völlig durchgeknallt war. So ist geschenkt. Es. Ja. Ach, Axel Stoll. Magie ist Physik durch Wollen. Genau. Der Hammer. Und der Heinrich Kramer, der hat sich dann beim Papst die sogenannte Hexenbulle besorgt, welche nicht beinhaltete, wie fälschlicherweise angenommen wird, dass der Papst ihn beauftragt, Hexen zu jagen, sondern die beinhaltete, dass die weltliche und geistliche Macht Kramer bei seinen Nachforschungen nicht behindern sollte. Ja. Und Nachforschungen. Ja. Nachforschungen. Ausgestattet mit dieser Hexenbulle zog er dann so ein bisschen rum. Und ist ja nicht so, dass viele lesen konnten, was da jetzt drin steht. Und schnell war es dann eben auch so, dass er Anklagen und Verurteilungen erwirkte. Ja, und da kommt eben auch wieder diese Arbeitsteiligkeit zwischen kirchlicher und weltlicher Macht. Ne? Also es ist eben nicht so, dass die Kirche dann jemanden auf den Scheiterhaufen bringt. Moment, ich muss mich hier mal richtig hinsetzen. Sondern tatsächlich die Kirche, in dem Fall Kramer, führt die Untersuchungen durch und übergibt dann aber den oder die Delinquentin an die weltliche Macht zur Urteilssprechung und zur Ausführung der Strafe. Ja. Also das finde ich ja sehr interessant, was wir hier machen. Ob wir jetzt sagen, wir brechen also die Hexenverfolgung auf diesen einen Irren runter. Das wäre dasselbe Problem, das wäre so ein Hitlers Helfer-Ding, was man mit Hitler machen würde. Nein, aber dazu kommen wir noch. Aber klar. Kramer ist halt wirklich dieses zentrale Feuerwerk des Beginns. Ich glaube, das ist noch mehr. Das hat auch was zu tun, was wir in dieser Epoche immer wieder sehen. Wir sehen immer wieder, dass einzelne charismatische Figuren Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts plötzlich große Durchbrüche erleben. Ja. Wir haben da plötzlich eine Zeit von Wanderpredigern, von über weil Jan wir Hus, ja von Zwingli, auch in einer wahrhaft apokalyptischen Zeit leben, wie wir tatsächlich heute auch. Also wir leben jetzt wieder in einer klassisch apokalyptischen Zeit. Und we don't. Und aber ja, der Wahrnehmung nach. Ja. Der war, und darf ich das ausführen? Ja, bitte. Weil das, klar, das ist ja so die Icing on the Cake. Das ist das, was wir
was sich da drüber legt an Empfindung, wir leben in einer apokalyptischen Zeit. Aber das hat ja was Strukturelles, das dem zugrunde liegt. Ja. Und das ist am Ende des Mittelalters, lässt die persönliche Macht einzelner kleiner Fürsten, einzelner Städte, einzelner Ritter, einzelner Gebietsfürsten nach und es übernimmt die größere Macht der größeren Kurfürsten, des Kaisers, der ewige Landfrieden. Ja. Und das ist für solche Prozesse nicht nur gut. Richtig. Weil ja, einerseits weil die kleinteiligen Verwaltungsstrukturen noch gar nicht existieren. Genau. Und dadurch, dass diese kleinteiligen Verwaltungsstrukturen in einer mittelgroßen Stadt plötzlich ist da was weggefallen. Ja. Das Neue sitzt aber noch nicht richtig fest im Sattel. Aber dazu. Und jetzt kommt ein Heinrich Kramer in die Stadt. Und das ist der strukturelle Überbau, den wir am Ende des Mittelalters aber haben. Aber dazu komme ich tatsächlich gleich. Und das war also der Einwand, den du da gemacht hast, der war natürlich ganz wichtig. Man darf das nicht auf Heinrich Kramer irgendwie fokussieren als Person. Das ist richtig. Wir haben eben nur mit dem das erste Mal, dass es wirklich so losgeht, wie es dann im 16. Jahrhundert sich tatsächlich als Flächenbrand weiterentwickelt. Kramer war offenbar zum einen wirklich ein ausgemachter Frauenfeind. Mhm. Welchen Grund das hatte, weiß man natürlich nicht. Aber das sieht man ja auch immer wieder, dass bestimmte Straftäter auch tatsächlich Serienmörder aus explizit frauenfeindlichen Motiven handeln, weil die einen gewissen Frauenhass haben. Mhm. Das sieht bei ihm nach dem, was überliefert ist, auch ein bisschen so aus. Auch die Art und Weise, wie er befragt, auch die Art und Weise, wie er sich schon früh vor allen Dingen auf Frauen fokussiert als Schuldige, welche Ursache das hat, man, wie gesagt, man weiß es nicht genau. Es ist auch so, was ich sagte mit der apokalyptischen Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts greift diese kleine Eiszeit eben völlig. Ne? Mhm. Also wirklich schlechtes Wetter, häufige Vernichtung der Ernte durch Wetterereignisse und eine landläufige Vorstellung, die auch schon seit Hunderten von Jahren existiert, immer wieder, ist der Schadzauber in Form von Wetterzauber. Mhm. Ja, also das war auch was man dann Hexen immer wieder nachgesagt hat. Ja, die großen Ereignisse in seiner Welt muss man halt erklären. Entweder Krankheitszauber, also wenn das Vieh Seuchen hat oder die Menschen oder dann eben diese Wetterzauber. Ja. Ne? Weil das eben extrem, also wenn die Ernte tot war, dann war Hunger angesagt. So, das war also die Ernte und das Wetter waren, was für diese Ernte ja essentiell wichtig war, war eben etwas, was eins zu eins Überleben und Tod bestimmt hat und darum eben dieser Wetterzauber, der direkt Einfluss auf die Ernte hatte. Ja, und Kramer ging dann unter anderem Ende des 15. auch nach Innsbruck und dort sind seine Methoden so dermaßen in Frage gestellt worden und auch mit Entsetzen von der Bevölkerung aufgenommen wurden, dass sowohl geistliche als auch weltliche Herren und Würdenträger eben dann beim Erzbischof von Tirol eine Untersuchung gefordert haben, Kramers, und diese dann zu einem vernichtenden Ergebnis kam für Kramer, so dass man eben sämtliche Leute, die er gefangen gesetzt hat oder veranlasst hat, dass sie gefangen gesetzt wurden, wieder freigelassen wurden und Kramer aus der Stadt und aus dem Tiroler Herrschaftsgebiet verbannt wurde. Das hat ja wieder etwas zu tun mit den Herrschaftsstrukturen. Das war klar, dass so Leute wie Kramer nur relativ weit entfernt von so einer erzbischöflichen Macht zum Beispiel gedeihen konnten. Ganz genau. Sobald sie dazu nah rankommen, werden sie natürlich sofort ausgeschaltet. Weil warum sollte man so einen Wirrkopf in seinem Gebiet tolerieren? Das geht zum Beispiel den Wiedertäufern von Münster mit dem Erzbischof von Köln genauso. Und jetzt wird Kramer dadurch noch radikaler, also er radikalisiert sich, mal im nicht, dass er vorher so schmuh gewesen wäre. So wenig war, aber der dreht jetzt richtig frei und schreibt eben dieses berühmte Buch, Den Hexenhammer, ne? Mit noch einem Co-Autoren.
Und er schreibt dort alles rein, was er so denkt und findet. Mhm. Ne? Also er sieht sich ja selbst auch als letztes Bollwerk. Das ist ja auch der Grund. Er hat ja wirklich sich bemüht, diesen Titel Inquisitor, ich glaube, der Provinz Alamania, zu bekommen, der in dieser Zeit überhaupt gar keine praktische Bedeutung mehr hatte, weil die Inquisition als solche schon, also die ursprüngliche Inquisition als solche, die war nicht mehr sehr einflussreich und die Inquisition, die es dann gab, die gegründet wurden, wie die spanische Inquisition zum Beispiel, das waren ja mehr eher Geheimdienste als. Genau, die hatte geheimdienstliche Aufgaben für wirkliche Inquisitionen. Aber selbst die spanischen Habsburger in diese Inquisitionen, die es zu der Zeit gab, unter anderem auch die spanische Inquisition, die lehnte ausweislich der Schriftquellen Hexenverfolgung als wirren Aberglauben ab. Richtig. Ja, die sprach dagegen und sagt, man die soll. Wollten Ketzer fangen. Ja, genau, ja. Und Leute aus dem Weg schaffen, die Kalif werden wollten anstelle des Kalifen. Und die lehnten. Irgendeinen armen Dichter, der was gegen Philipp geschrieben hat. Die gegen also nicht an wen ausgeschlossen. Könnte er. Genau. Also die Inquisition lehnte es, machte es nicht nur nicht, sie lehnte es ab. Hm. Sie sagte, hat nicht zu erfolgen, ist Aberglaube, ist Schwachsinn. So. Ich habe gerade, wo du das so beschreibst, habe ich eine herrliche Idee für eine Alternativgeschichte. Stell dir vor, Kramer wird Luther. Du! Kramer nimmt einfach mal Luthers Platz ein. Okay. Denn der Unterschied ist nicht so gewaltig. Nee. Wir haben zwei pathologische Frauenfeinde, die jeweils mit einem Buch groß rauskommen, in das sie so reinschreiben, was sie so finden. Und denken und. Genau, und denken und so. Und stell dir vor, Kramer hätte nur dieses Gespür Luthers für einen vollen Futtertrog und für einen mächtigen Fürsten, der dich beschützt gehabt. Ich glaube aber tatsächlich, dafür war Kramer zu irre. Also der muss ein zahnschwitzender Irrer gewesen sein. Ich glaube, der kam nicht klar mit, der hatte nicht diese People Skills, die Luther da hatte, um mit den Mächtigen umzugehen. Aber stell dir vor, er hätte sie verdammt nochmal gehabt. Natürlich furchtbar. Und wir hätten nicht die Lutherbibel, sondern den Hexenhammer. Die Kramerbibel, ja. Alter, den Hexenhammer und die Kramerbibel. Und der hätte sich zusammengetan, sagen wir mal, mit dem Erzbischof von Köln in dieser Zeit. Also einem extrem kriegerischen Kirchenfürsten, der mit eiserner Hand über sein Gebiet herrschte. Und die zusammen machen das Ding jetzt. Und stell dir jetzt vor, was für eine frühe Neuzeit, was für ein frühes 16. Jahrhundert daraus erwachsen wäre. Der 30-jährige Krieg war ja schon schlimm. Aber das wäre noch schlimmer gewesen. Mal dir das aus. Da wäre so, die meisten Hieronymus-Bosch-Bilder wären im Vergleich zu der Wirklichkeit dort die reinsten Utopien. Alter Falter, ey. Und das ist, es hat ja einen Grund, warum es uns beiden gerade so kalt den Rücken läuft. So weit entfernt war das nicht. Nee, das stimmt. Ja. Das sind kleine Tweaks und wir könnten so eine Alternativgeschichte verwirklichen. Ja. Er hat es eben aus dem Grund wirklich nicht geschafft, weil, wie du sagst, also es muss ein zahnschwitzender Irrer gewesen sein, dessen Gesellschaft auch nicht sehr angenehm gewesen sein dürfte, der wirklich den Eindruck eines Irren machte und der darum tatsächlich über, wie du eben sagtest, diese People Skills nicht an irgendjemand rankommen konnte. War auch so der typische Incel, halt kein Natürlich. Chat, ne? Ja, der, genau. Fliehendes Kind, fliehende Stirn. Und auch diese ganzen kann alles nicht wahr sein. aber tatsächlich, es ist lustig, aber. Und jetzt Luther so als Chat, komm, genau. ich brauch dieses Memes. Aber wenn du halt siehst, wie sehr diese frauenfeindlichen Vorstellungen, die da im Hexenhammer eingeflossen sind, auch sexualisiert sind, ne? Ja, da siehst du tatsächlich, dass da eine. Das ist ein gewisser sexueller Frust. Psychisch pathologische Dinge eine Rolle gespielt, auf jeden Fall, und auf jeden Fall auch ein krankhafter Narzissmus einfach. Mhm. Er schreibt dann also dieses Buch noch mit einem Co-Autoren, der lange Zeit so ein bisschen von der Forschung angezweifelt wurde, der jetzt aber, es gab diesen Co-Autoren. Gemeinsam bringen sie dieses Buch raus und jetzt passiert etwas, wovon Adam vorhin gesprochen hat.
Und zwar, wir sind im ausgehenden 15. Jahrhundert. Auch die Strukturen ändern sich, auch die Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen, kleinteilige Sachen fallen weg zugunsten von größerteiligen Sachen. Die größerteiligen Strukturen haben aber dem gegenüber noch keine funktionierenden kleinteiligen Strukturen entwickelt. Wir haben Sachen wie den ewigen Landfrieden, 1495? Ich glaube 95. 95, ja. Und Ende der 1500er, da kommt es auf die 5 Jahre. Wir haben den Buchdruck. Mhm. Und wir haben ja damals... Ist so ein bisschen wie heute, haben wir plötzlich das Internet, richtig, und Social Media. Und wir haben als weiteren Ausfluss der Bestrebungen, die mit dem ewigen Landfrieden anfangen, nämlich der Aussetzung des mittelalterlichen Fehdewesens zur besseren Kontrolle eines größeren Reiches. Mhm. Ja, also das ist auch immer wieder so ein Streitthema zwischen Adam und mir, weil rechtsgeschichtlich ist der ewige Landfriede schon eine der frühesten Bestrebungen einer quasi zentralstaatlichen Ordnung. Ja, also wenn man halt mal schaut, wie sich national... Ja, also den ewigen Landfrieden als Beenden des... als Ende des Mittelalters, ja, da bin ich ja auch voll dabei. Nee, es ist, wenn man guckt in die Geschichte der Nationalstaaten, ne, und auch überhaupt, wie sich tatsächlich zentralstaatliche Elemente konstituiert haben, ja, da ist der ewige Landfriede der erste ganz frühe Punkt, der eben so eine Bestrebung zeigt. Und infolge dieser Bestrebung kommt dann auch die Constitutio Criminalis Carolina. Ja. Nämlich das allgemeine Strafrechtsbuch Kaiser Karls. Mhm. Und das spielt jetzt tatsächlich mit den Hexenverfolgungen, dem Hexenhammer und den, ja, Strukturen, in denen man dann Recht spricht, ganz schlimm zusammen. Also, wir haben dieses... Ja, also dieser Streitpunkt zwischen uns, den du da ansprichst, das ist ja, ich gebe dir ja bei allem recht, ich muss darin bloß noch keine Nationalstaatlichkeit erkennen. Ich kann ja... Wir Rechtshistoriker sehen darin auch... Bestrebungen zur Gebietssouveränität, genau, kann ich ja wertfrei, ja, wahrnehmen. Natürlich, ohne, klar, ohne, ja, die, ja, mit, ja, ja, dem, was im 19. Jahrhundert, ja, sich plötzlich Nationalstaat schimpft, ja, 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 in Verbindung zu bringen. Du hast doch völlig recht. Ich sage ja auch nur, weil immer ein bisschen, ja, Antagonismus gefördert wird. Ich versuch's auch, aber gefordert wird hier der Philipp und der Adam, die sind ja... Ja, wir sind ja auch, ja, quasi verheiratet. Ja. Entschuldigung. Also, ja, ja, das ist noch ein... Aber wir versuchen. Ich weiß nicht, ob das ein Argument in die richtige Richtung ist. Glücklich verheiratet. So, und nun kommt eben diese Constitutio Criminalis Carolina, also etwas, ja, was es vorher nicht gab. Ein reichsweit gültiges Strafgesetzbuch. Ne? Das war was völlig Neues. Und sollte eigentlich revolutionär sein, sollte den Strafprozess wissenschaftlicher machen, humaner machen und so weiter und so fort. Sowieso, der Strafprozess war ein Inquisitionsprozess, also jetzt hat nichts mit der Inquisition zu tun, sondern in der Unterscheidung zum Beispiel zum Schwurprozess. Mhm. Also früher im Frühmittelalter, Mittelalter konnte man sich ja beispielsweise freischwören, wenn, ja, man angeklagt war, dann musste man eine bestimmte Anzahl von Leumundigen, von Bürgern mit gutem Leumund bringen. Ja. Und wenn die alle für dich schwören, dass du es nicht warst, dann warst du es nicht. Und der Inquisitions... Ist ja auch gesellschaftlich einfach mal eine super Sache. Naja, das ist also so, wie es heute noch in der Politik funktioniert quasi, in der Großen. Da, das ist ja eher Schwurbruch. Ja, also wenn du genug Leuten tatsächlich... nicht genug auf den Senkel gegangen bist, genau, dass die finden, du bist noch zu vertreten, dann bedeutet das quasi, du bist noch zu vertreten. Also das ist in Ordnung. Ja. Also das kann man mal, also wenn man sagt, die Funktion, die wir hier haben wollen, ist, dass das in der mittelgroßen Ansammlung von Menschen irgendwie die Ordnung erhält, ja, ja, dann funktioniert das. Und, ja, wenn zu viele Leute sagen, nee, das Arschloch muss weg, ja, dann ist halt... So. Und wir haben also die Carolina, die jetzt sagt, okay, nein, wir machen jetzt eine Inquisition, also wir untersuchen, ja, mhm, wir untersuchen. Also das, was wir heute noch machen, auch im Strafprozess, ja, ist quasi immer noch nach, ja, den Grundsätzen dieses... Das ist schon ein total geiler Protoplast als Buch, aber denkt bitte um Himmels Willen nicht,
dass das sofort so gemacht genau. wurde mit irgendwelchen Kriminaluntersuchungen, weil nein, leider nicht, leider nein, gar nicht. Nein, gar das nicht, dauert genau. noch, also ja. so um 1800 ist das immer noch in den Kinderschuhen. Und wir haben dort eben auch dann daraus erwachsen Dinge wie zum Beispiel die Folter als institutionalisiertes Mittel. Denn das war so ein guter Gedanke ja, erstmal. Es sollte niemand verurteilt werden, der nicht gesteht. So, ja, das Geständnis sollte eben sein. Und die Folter wurde als Mittel benannt, um eben zu diesem Geständnis zu kommen. Ja, die Folter, das war auch so ein christlicher Gedanke tatsächlich, weil der musste ja gestehen, um zu bereuen. Genau. Man wollte ja auch seine verdammte Seele dann retten. Und die musste eben nach, das ist knifflig. Nach bestimmten Maßgaben ausgeführt werden. Ja, erstmal das Zeigen der Instrumente, wenn er dann nicht gesteht, dann bestimmte Arten, wenn er dann nicht gesteht, dann bestimmte Arten. Aber, und jetzt kommt zum Beispiel so ein Ding wieder im Hinblick auf Kramer. Ne? Normalerweise sollte es so sein, wenn einmal gefoltert wurde und derjenige nicht gestanden hat, dann war er frei zu sprechen und die Folter war nicht zu wiederholen. Ja? Jetzt haben aber Leute wie Kramer zum Beispiel sind auf den fantastischen Gedanken gekommen, na, wir foltern den jetzt, der gesteht nicht, dann unterbrechen wir die Folter. Und sie geht morgen weiter. Ja. Ja? Das heißt, wir handeln hier nicht rechtswidrig, denn die Folter war ja noch nicht zu Ende. Ja. Wir foltern einfach so lange, bis er gesteht. Genau, ja. Und so eine Auswüchse sind dem dann natürlich entsprungen, weil daran, und das hast du auch heute noch, wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt und das Gesetz auf den wirklichen Menschen trifft, dann kommen 37 Milliarden Dinge, die sich der Gesetzgeber vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Der IT-Programmierer wird das kennen, wenn die Release-Version auf den User trifft. Ja. Dann passieren Dinge, die hätte man sich vorher in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. So, wir haben jetzt also dieses Strafgesetzbuch, was naturgemäß auch, weil man damit noch nicht so richtig Erfahrung hatte, nicht sehr detailliert war. Wir haben einen Haufen Laienrichter und Richter auf kleiner Ebene, die rechtlich überhaupt gar nicht geschult sind, null nada. Ja. Na, wonach? Na, es gibt ja noch nichts, wo genau, du die dieses kannst. Gesetz umsetzen sollen. Und wir haben den Buchdruck und wir haben den Hexenhammer, der dann mittels des Buchdruckes plötzlich ist auf eine für diese Zeit damals wahnsinnig große Auflage von 30.000 Exemplaren und mehr schafft. Und es ist ja auch für unsere Zeit ein bisschen erschreckend. Stellt euch vor, wir hätten nicht den Unterschied zwischen einem Hollywood-Film, einer Monitor- oder Panorama-Reportage und einem Post von Attila Hildemann bei Telegram. Ja. Sondern wir hätten nur einfach Buch oder Buch. Und die sehen sich beide gleich ähnlich, die sind alle von derselben Qualität. Ja. Wir haben null mediale Kompetenz. Wobei das ja bei Hollywood und Terra X der Fall ist, wenn genau. es um Histo-Dokus geht. Wir haben null mediale Kompetenz und jetzt stehen diese Bücher einfach nur völlig gleichberechtigt nebeneinander. Und der Hexenhammer ist reißerischer, ist krasser. Die bessere Story gewinnt immer. Genau, es ist einfach die bessere Story und es ist näher am Menschen, weil es halt von so einem Wirrkopf frei von der Leber weg. Genau. Und der trifft oft genug den Nagel auf den Kopf, dass sich da der durchschnittliche mittelalterliche Proto-AfD-Wähler denkt, oh genau, die hasse ich auch. Genau. Und dann passieren schlimme Dinge. Und wir haben dann eben unausgebildete Richter. Ja, wir haben dieses Buch. Kramer hat ja sein Buch tatsächlich in der Reputation gefälscht. Also der hat ganz viele Empfehlungsschreiben von Professoren des Rechtes, zum Beispiel dem vorne angefügt, um es besser zu verkaufen. Ja. Und quasi Testimonials gefälscht. Ja, und dieses Titel Werk hat sich so dermaßen verbreitet, wie gesagt, über 30.000 Exemplare, was für diese Zeit wahnsinnig war, was eben nur durch das neue Medium des Buchdruckes passieren konnte, dass so ziemlich jeder dieser nicht ausgebildeten Richter auf unterer Ebene, der also niemals irgendwo an einer Universität oder sonst wo studiert hat,
so ein Ding hatte und auch das Gefühl hatte, das ist wirklich ein offizielles Rechtsbuch hier. Ne? Mhm. Obwohl dieses Buch nie von, ich sag mal, offizieller Seite empfohlen oder ausgegeben wurde, hat sich dieses Buch, Der Hexenhammer, sehr schnell zu einem Standardwerk der diesbezüglichen Rechtsprechung entwickelt. Ja? Das ist wirklich ein Ding, was man verstehen muss. Ja? Muss man wissen, wie Axel Stoll sagen würde. Dr. Axel Stoll, Entschuldigung. Das ist also eine so dermaßen unheilige Eigendynamik, die das Ding entwickelt hat. Ja, das ist frappierend. Und darum, wie du auch schon vorhin sagtest, Kramer ist nicht der Einzige, der schuld ist. Wir können es natürlich nicht auf Kramer runterbrechen, aber Kramer hat halt mit diesem Hexenhammer, weil er diesen Hexenhammer geschrieben hat, ne? Wenn er den nicht... Nee, der Hexenhammer ist schon so der Ursprung allen Übels. ...geschrieben hätte. Der Hexenhammer ist das Ding, wo jeder Richter und wonach dann eben auch Recht gesprochen wurde. Ja. Ne? Und dann kommt es so weit, dass, also tatsächlich, es wird eben zur Anzeige gebracht. Hier, da wird jemand denunziert. Ja, den habe ich gesehen nachts im Wald und meine Kuh ist auch krank und alles sehr merkwürdig. Und schnell geht's von dieser Ebene des besorgten Bürgers dahin, dass Denunzianten, die jemanden anzeigen, tatsächlich am Nachlass des Verurteilten beteiligt werden. Mhm. Ja? Also, dass wirklich man... Ich glaube, teilweise 30% des Vermögens des Verurteilten, wenn er denn wegen Hexerei verurteilt wird, im Nachgang kriegt. Ja, und dann brach die Hölle los. Ja, klar. Das ist so, ja. Das ist also, das müssen Zustände gewesen sein. In einer sowieso chaotischen Zeit, wie gesagt, wo alte Ordnung gerade aufhörte, und Bestand zu haben, viele und Leute halt auch nicht ihr Geld verloren haben, wo es tatsächlich immer mehr Armut gab, aufgrund der kleinen Eiszeit zum Beispiel. Aufgrund von der, aber auch aufgrund der... Der Einflüsse, die das auf den Handel hatte, aufgrund das, des... Das Bankentum, die Städte kriegen mehr Macht, aufgrund mehr des Freiheit, weniger Oberzeit aber auch. Der ganzen Kleinadligen, der Feudalismus war tot, nicht weil er sich als Gesellschaftssystem überlebt hatte und man aufklärerisch was Neues wollte, der war aus rein ökonomischen Gründen tot. Genau. Ja. Also die, man kann sagen, dass diese Schicht des kleinen Feudalherren zerquetscht wurde zwischen den aufstrebenden Städten und den aufstrebenden Magnatentum, also den Hochadligen, den Königen, dem den Kaiser, den Städten Prinzen und eben den reichen Bürger. Ja, also die Städte und die reichen Bürger waren immer noch wesentlich ärmer als diese Großgrundbesitzer. Natürlich. Aber es gab eine Monopolisierung und die Städte nahmen diesen Kleinadligen eben das weg, was die früher verwaltet haben. Du siehst es auch hier wieder, was ich immer predige, das Wirtschaftssystem bestimmt das Sozialsystem. Das Wirtschaftssystem ändert sich im späten 14., im späten 15. und 16. Jahrhundert grundlegend. Und das Sozialsystem kracht so dermaßen nachhaltig zusammen. Ne? Und die Sachen, die wir haben mit der Hexenverfolgung, auch mit der Entstehung des Protestantismus, auch und. Ja, aber das ist auch sowas wie, das spielt alles in diese Zeit dann rein, 16. und frühes 17. Jahrhundert und äußert sich dann eben in dieser universellen sozialen Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Also um halt meine sozialhistorischen wirren Ideen dann noch unterzubringen, was hier nach der Pest im 14. Jahrhundert passiert und nach dem Hundertjährigen Krieg, ist, dass diese Katastrophen tatsächlich die Monopolisierung von Besitz in der europäischen Gesellschaft des Spätmittelalters beschleunigen. Ja, die haben tatsächlich erstmal fast sogar noch einen positiven Einfluss. Also gerade nach dem großen Sterben in der Pest, Arbeitskräfte wieder wertvoller werden, wird so zum einen die Stellung der Frau gestärkt, zum anderen auch die Stellung der sozial, ich sag mal theoretisch eher niederen Klassen, wie beispielsweise Bauern. Ne? Oder Tagelöhner. Arbeitskraft ist
ist wieder mehr wert und das geht ein Weilchen so und dann nimmt die Bevölkerung wieder zu und wenn du dann guckst, was du auch im 16. Jahrhundert hast, zum Beispiel den großen deutschen Bauernkrieg, der ist eigentlich nicht, die wollen nichts Neues, sondern die wollen eigentlich das, quasi was sie mal hatten. Nein. Genau. Und was da passiert, ist eine klassische gesellschaftliche Reaktion, wie sie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA stattgefunden hat. Ja. Da übernehmen Frauen Verantwortung in vorher typisch männlichen Berufsfeldern. Ja. Die ganzen Minderheiten, die Navajo, die Schwarzen, alle kämpfen mit im Zweiten Weltkrieg, alle haben teil. Alle denken, sie wären deshalb jetzt gleich, weil sie gleich geblutet haben. Und dann kommt man nach Hause und dann müssen diese Errungenschaften im auf diesen gewonnenen Krieg folgenden wirtschaftlichen Aufschwung wieder zurückgenommen werden. Und du hast gleichzeitig einen wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch eine immense Monopolisierung in diesem wirtschaftlichen Aufschwung. Monopolisierung. Ein unglaubliches Raffen. Genau. Und dadurch werden die ganzen Minderheiten wieder erstmal ökonomisch auf ihren Platz verwiesen, indem sie einfach an diesem Aufschwung nicht beteiligt werden, vielmehr Opfer dieses Aufschwungs auch werden. Ja. Und genau dasselbe gilt natürlich für die Rolle der Frau und. So, und dann sind wir im 16. Jahrhundert, in dem dies alles passiert, auf der Hochzeit auch der Hexenverfolgung, weil genau. Soziale Unterschiede, sozialer Neid, Leute, die pleite gehen, Leute, die tatsächlich im Bürgerlichen beispielsweise mit Geld aufstreben und anderen darum ein Dorn im Auge sind. Ne? All diese sozialen Verwerfungen können tatsächlich werden kompensiert mit Denunziationen. Ja? Also es gibt dann zur Hochzeit Städte oder auch Bereiche, wo sich fast die gesamte Bevölkerung gegenseitig denunziert irgendwie. Mm, ne? Ja. Also das müssen erschreckende Zustände gewesen sein, einfach. Ne? Und man hatte ja keine Möglichkeiten, dessen Herr zu werden. Nein. Es war ja nicht so, dass es jetzt eine Stadtwache gegeben hätte oder sowas. Ja, genau, die Stadtwache, in jedem Film gibt es immer eine Stadtwache. Genau. Weil Filmemacher sich denkt, es muss doch eine Polizei geben. Ja, richtig. Nein, gab es nicht. Nee, gab es nicht. Die haben sich selber policed. Genau. Und das funktionierte halt, solange es funktionierte. Ja. Aber in so einem Fall halt plötzlich überhaupt nicht mehr. Und da gab es eben auch keine gut ausgebildeten Leute. Und wenn wir jetzt schon nicht sprechen von einer Rechtsausbildung, dann sprechen wir wenigstens von irgendjemandem, der mal 4 Semester Theologie und Philosophie studiert hat, dem allein aufgrund dieser Tatsache klar sein sollte, dass, wenn es soweit ist, dass jeder jeden anzeigt und es am Ende nur noch darum geht, wer kriegt am Ende Geld ab, dass das irgendwie nicht richtig sein kann. Ja, das kann irgendwie nicht richtig sein. Ne? Da funktioniert irgendwas nicht. Ja, und dann haben wir halt... Die Frage ist ja, wie kommen wir aus diesem Chaos heraus? Die Antwort ist halt nicht schön. Also wenn man da so empathisch ist und mit dieser historischen Entwicklung mitfiebert, die ist grausig. Weil ja, das ist schon am Anfang des 16. nicht schön, das wird jetzt aber nur noch schlimmer. Das wird nur noch schlimmer. Ja? Jetzt kommen noch Religionskriege dazu. Genau. Weil das ist nicht der 30-jährige Krieg. Ja, 30 Jahre Krieg klingt lange. 30-jährige Krieg, der fängt doch nicht 1618 an, genau. Plötzlich aus heiterem Himmel. 1648 auf und waren auch nicht zwei Länder, die sich bekriegen, sondern eine unglaubliche Verkettung von einzelnen Kriegen, richtig. Schlachten. Sondern das beginnt, das mit diesen großen religiösen Konflikten innerhalb Mitteleuropas, ja, das beginnt mit dem Konstanzer Konzil genau, und vorher schon. Genau, ne? Das beginnt, wann war der? 1420er, 1423, irgendwie sowas. Und ne? Wir haben ja schon im 15. und auch in, wir 22. haben ja dann im 16. Jahrhundert schon, daran siehst du eben auch, dass die sich wandelnde Wirtschaftsordnung, das Sozialsystem völlig aufbricht, diesen Wechsel von den mittelalterlichen Feudalheeren hin eben zu den Landsknechtsheeren. Ne? Ist ja im 30-jährigen Krieg. Weil die Feudalherren hatten ja noch alle, diese ganzen Feudalheere, da hatte ja jeder Einzelne noch irgendwo eine Meinung.
Ja, genau. Und war sein eigener Dude und leistete genau. nur Kriegsfolge. Aber hier brauchtest du jetzt verlässliche Heere, die dir wirklich folgten, die du wirklich Richtig. Hattest, ja. um dich vor diesem Chaos zu verteidigen. Und wenn du da jetzt steckst, am Anfang des 16. Jahrhunderts, und du merkst, du bist in so einer Stadt, die völlig außer Rand und Band geraten ja. ist, wo nichts mehr funktioniert, ja. wo der Stadtrat gespalten ist, wo ja, so eine bürgerkriegsähnliche ja, ja. Situation herrscht und irgendwelche religiösen Sekten wie eben die Wiedertäufer oder wie eben der Wahnsinn dieser nicht institutionalisierten, sondern dieser freilaufenden Pseudo-Inquisition ja, ja. nach Hexenkammer, genau. weil das ist ja der große Unterschied. Das ist nicht irgendwie, dass du wem schreiben kannst, dem Erzbischof genau. oder dem genau. Papst genau. oder irgendjemand. Ja, ja. Das sind ein paar Idioten, die haben das falsche Buch gelesen. Und ja, haben jetzt darüber eine das ist wirre Ideen und der Identität entwickelt. Wie die Leute, die in den letzten Wochen hier im Zweiten Weltkrieg in Deutschland rumgerannt sind und hier schnell gerichtlich ständig Leute als angebliche Fahnenflüchtige und genau. Kollaborateure und so ja, weiter das gab's auch. Aufgeknüpft also haben. Also es ist Chaos, es ist ein Versagen der alten Ordnung. Genau. Und jetzt dauert es halt noch ein bisschen, bis die neue greift. Und man könnte sagen, die greift vor 1648 nicht wirklich. Richtig. Bis dahin hast du Chaos und Probleme. Das, genau. ist der Übergang. Und das ist immer das, was ich hier am meisten immer jedes Mal betonen möchte. Das Mittelalter ist nicht diese dunkle Zeit. Das Mittelalter ist eine Zeit, wo ein Gesellschaftssystem halbwegs funktioniert Richtig, hat. Denn der Feudalismus war nicht per se rückständig. Richtig. Der hat funktioniert und der war eine wahnsinnig gute Antwort auf Probleme der Antike. Auf ja. die wiederum grassierenden, chaotischen Zustände der Spätantike. Genau, ja. genau. Und in dem Moment, wo das Ding aufhört zu existieren, weil sich die Wirtschaftsweise ändert und weil diese Monopolisierung am Ende des Mittelalters tatsächlich das Feudalsystem halt tötet. Genau. Ein Feudalsystem brauchte eine gewisse Mindestteilhabe. Der Grundpfeiler des Feudalsystems war der kleine Landadlige, der genau. Ritter in seinem Rittergut und Richtig, so das war weiter. Halt, und wenn der ja. sich von seinem Gut nicht mehr ernähren kann und damit seinen Feudalpflichten ja. nicht mehr nachkommen kann, auch hier eine Rüstung und ein Pferd mhm. stellen und so Zeug, dann bricht von unten nach oben alles zusammen. Und das ja. ist, was passiert ist. Ja, und die Städte konnten diese Rolle ordnend nicht übernehmen. Nein. Und diese großen Städtebünde, ne, wir haben ja immer, man denkt so, die Städte, die werden immer mächtiger und mächtiger. Aber in der frühen Neuzeit merkt man, dass diese sogenannte Macht auf tönernen Füßen steht. Und die verlieren den Vergleich mit den Großgrundbesitzern, Richtig. Mit den großen Heeren der ewig besitzenden Erzbischöfe, die Denn dann so eine Ende Stadt eben mal zusammenschließen lassen. Wo das Land ist, war immer noch das meiste ja, Geld. Du fragst mich, und was vor Armut schützt. Die Antwort lautet Grundbesitz. Richtig. Und die konnten dann eben, und das ist ja auch der Grund, weswegen dann im 16. diese Landsknechtsheere so aufgeploppt sind. Du hattest halt die Möglichkeit oder du hattest die Notwendigkeit, ganz schnell sehr große Heere aus dem Boden ja. stampfen zu müssen. Also gab es ständig Leute unter Waffen, die sich dafür mhm. haben mieten lassen, was natürlich auch zum Chaos in der sozialen Gesellschaft beiträgt, weil ja, wenn jetzt diese fragt Leute ihr, gerade hey, nicht gab es die im 14. im Hundertjährigen Krieg nicht. Doch, es gab sie auch. Aber nach der Pest gab es so viele freie Stellen und so viel Reichtum auch einfach zu verteilen, dass der Marodeur von ja. 1366 war der Adlige von genau. 1400. Aber, im 14. Jahrhundert waren diese wirklichen Landsknechtsheere, wie wir sie dann im 16. Jahrhundert haben, die gab es da noch nicht. Also nee, natürlich sage ich doch. Dieser Landsknechtskultur da. Und kein bisschen gab es die. Genau. Ich sage, diese Marodeure ja, na klar, waren ja. stellenweise Kleinadlige, richtig, waren richtig. Auch noch irgendwelche berühmte Begriff Schustersöhne aus London, aber. Raubritter hier, ne? Dieser ja, das ist der Ritter, der seine Scholle verloren hat. Richtig, der entweder seine Scholle verloren hat oder dem die kleine Eiszeit es unmöglich gemacht hat, aus der Landwirtschaft ja. da auch nur noch einen Pfennig rauszuziehen. Oder dem die Bauern wirklich oder. Ja, ne? ja, ja. Also das war wirklich der absolute Niedergang des Feudalwesens, begann eben unten mit den
mit den eigentlichen Rittern. Ja. So. Und der Moment, wo dieses Feudalwesen untergegangen ist, hast du erstmal übelstes Chaos und zwar richtig lange. Also das 16. Jahrhundert ain't pretty. Das 16. Jahrhundert, was wir als Renaissance waren. Genau, ne? Das genau, genau. Eines der schlimmsten Jahrhunderte in der europäischen Geschichte, die es überhaupt gibt. Ja. Ja. Das ist auch wirklich, man kann es nicht oft genug betonen, nicht das Mittelalter war das Finstere. Das Mittelalter war dem gegenüber eine geordnete, florierende und prosperierende Zeit. In der es irgendwie aufwärts ging. Genau. Immerhin, ne? Und sogar ziemlich gut. Und dann kommen halt im 15. Jahrhundert kommen eben so viele Sachen zusammen, wie zum Beispiel die Pest, wie die Klimaverschlechterung, wie ganz Pest, Monopolisierung, neue Formen des Neoliberalismus greift um sich. Ich sehe für beginnender uns jetzt auch nicht so rosig, muss ich gestehen. Beginnender Kolonialismus am Ende des ausgehenden 15. Jahrhunderts und dann im 16. Und das ist also so ein dermaßenes Potpourri an Scheiße, die da den Ventilator getroffen hat, dass sich das dass das ganze 16. durchzieht und dann irgendwann im 17. und da hast du völlig recht, das endet erst nach dem 30-jährigen Krieg. Mhm. Und der 30-jährige Krieg ist halt der letzte Monopolisierungsprozess. Richtig, genau. Es sind ausreichend viele Leute ausreichend reich geworden, dass sie das Ganze jetzt nochmal wissen wollen. Und jetzt passt man dann tatsächlich das Sozialsystem der herrschenden oder dem herrschenden Wirtschaftssystem an. Das siehst du dann auch recht deutlich nach dem 30-jährigen Krieg. Man hat dann eben akzeptiert, wie Geld gemacht wird und welche Wege das nimmt. Und dementsprechend findet sich dann auch eine neue soziale Ordnung. Mhm. Und du hast plötzlich die Banker und die Ambassadeure, die genau an ihrem Platz sitzen halt auch. Ne? Und das ganze 16. Jahrhundert über feiert dann eben in diesem Potpourri des Ganzen, also wie gesagt, nochmal Pest gibt es natürlich auch im 16. Jahrhundert noch, es gibt 16. immer mal wieder. Im 17. Wir haben tatsächlich seit dem jetzt zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts haben wir eine wahnsinnige Klimaverschlechterung in Europa, das, was wir als kleine Eiszeit bezeichnen, was tatsächlich immer wieder für Hunger, für Missernten sorgt, was eben dem Feudalismus wirtschaftlich mit auch nochmal den Todesstoß gibt, weil gerade auf den kleineren Stufen des Feudalismus eben das Geld vor allen Dingen mit landwirtschaftlichen Gütern gemacht wurde. Ne? Wir haben da Zeiten, zum Beispiel hier bei uns in Nordbrandenburg, die Uckermark, die war, nachdem die Slawen hier 1147 unterworfen wurden, wurde die Uckermark recht schnell beispielsweise zu einer absoluten Kornkammer. Mhm. Ne? Und im 15. Jahrhundert fängt das dann an, dass hier oben ganze Städte wüst fallen. Wir haben hier mittelalterliche Wüstungen. Die du im 14. gegründet hast. Genau, ne? Ja, im 13. Naja, im 13., weil du immer so auf den Wendenkreuzzug fokussiert bist. Das war aber das 12. Jahrhundert. Ja. Aber du hast dann im 14. noch große Gründungen. Das auch, klar. Also, aber die ersten großen Gründungen, die kommen ja hier im späten 12., wie bei uns zum Beispiel in Bernau und wahrscheinlich auch Berlin, obwohl du dann da immer die ersten urkundlichen Erwähnungen im frühen 13. hast, aber die Besiedlungs- oder Dendrodaten und sowas oder bei uns hier auch die romanische Kirche, dieser romanische Kern in der Kirche, ne, der zeigt durchaus, dass wahrscheinlich mit bestimmten Gründungen schon im späten 12. Jahrhundert begonnen wurde. Ne? Mit den Kleinen auf jeden Fall. Und du hast das dann eben, das hier in Brandenburg wirklich, das ist in der Uckermark ganz evident, du hast hier ganz viele Stadtwüstungen, ja, die du noch erkennst, wo irgendwo auf was heute Acker ist, steht noch irgendeine Kirchenruine. Ne? Mhm. Und da weißt du, ach, da drumrum war wahrscheinlich mal ein mittelalterliches Dorf. Du hattest wirklich mal diese 4-Kilometer-Wirklichkeit praktisch. Richtig, genau. Ja. Dass du alle 4 Kilometer hier einen Ort hattest. Ja. Und das ist ja heute so gar nicht mehr der Fall. Genau, ja. Und in manchen Bereichen sieht man das noch, wenn man hier guckt, dass man so regelmäßig verteilt alle 4, 5 dass man so von Kirche zu Kirche fahren Kilometer kann, einen Ort hat.
Und wenn du dann mal plötzlich 8 oder 12 Kilometer dazwischen hast, dann kannst du dir schon denken, ja, okay, da wird es wahrscheinlich irgendwelche, da wird es noch archäologische Fundplätze geben, wo man mittelalterlich mal was gemacht hatte. Ja. Und das spielt halt auch eine wahnsinnige Rolle, eben auch, weil das diese Vorstellungen befeuert von Hexen als Wetter- und Schadzauberinnen. Ja. Zaubern und Zauberinnen. Ne? Dann kommt ja tatsächlich im 16. Jahrhundert die Reformation. Ne? Dann haben wir eben diese Tatsachen, wie wir auch am Anfang schon sagen, dass tatsächlich sich dann die Hexenverfolgung unterschiedlich gestaltete, im katholischen und im protestantischen. Dass in den protestantischen gefestigten Bereichen dann tatsächlich wesentlich mehr Frauen dem Ganzen zum Opfer fielen als Männer. Und man müsste das man noch Man müsste das noch sehr viel genauer untersuchen, ne? Ja. Mit Verbreitung des Hexenhammers und ob es so eine Überschneidung gab, Hexenhammer und Luther und auch was hat Luther eigentlich zum Hexenhammer gesagt? Gibt es dort Interviews? Und das Ganze endet dann tatsächlich auch mit der Hexenverfolgung nach dem Dreißigjährigen Krieg, wenn eine vernünftige Verwaltungsstruktur auch im Kleinteiligen beginnt sich zu etablieren, wo Leute tatsächlich was zu sagen haben, die, man möge mir den Ausdruck verzeihen, endlich mal Rührei von Scheiße unterscheiden können. Ja, das ist ja auch nicht aus purer Herzensgüte. Das passiert ja in erster Linie, weil du alles schön in Bezirke teilen musst, weil du mittlerweile durch die maximalisierte und ich sag's nochmal Monopolisierung so eine Armeen entwickelt hast, dass du ständig und überall Steuern einziehen musst. Ja, und weil die Kirche ja als Verwaltungsorgan des Mittelalters in dieser Form nicht mehr zur Verfügung steht. Also hast du Soldaten, die Steuern eintreiben, so auch Chaos und Ordnung gleichzeitig verbreiten. Denn du brauchst Steuern, damit du mehr Soldaten bezahlen kannst, die Steuern eintreiben, damit du mehr Geld hast, um Soldaten zu bezahlen, die mehr Steuern eintreiben. Ja, und du hast ein kriegernährtes Kriegssystem, das wiederholt und die ganze Zeit und immer wieder vor die Wand rennt, was wir ja schon sehr oft gehabt haben. Letztendlich wäre das eigentlich eine schöne Elementarart, diese Gesellschaftssysteme, diese historischen zu vergleichen. Ja. Nämlich, ist es ein Krieg ernährt ein Kriegssystem oder nicht? Und der Feudalismus war lustigerweise keins. Ja, das stimmt. Der Feudalismus war kein System, das auf Konflikt basierte. Und das lässt mich so ein bisschen hoffen, trotz all dieser schlimmen Dinge, die wir im Moment haben, gerade auch durch Globalisierung und durch diese Vernetzung haben wir im Moment kein System, das von Krieg um Gebiete großartig profitieren würde. Einzige, nach dem Zweiten Weltkrieg kannst du tatsächlich aus Landbesitz nicht mehr so Geld machen. Darum hat mit dem Zweiten Weltkrieg zumindest in Europa eben dieses Krieg um Annektierung fremder Gebiete aufgehört. Ja, wir hatten noch eine ganze Weile weltweit, was aber halt unsere Entsprechung eines Religionskonflikts, nämlich Stellvertreterkriege zwischen zwei Systemen. Aber da sind wir schon natürlich weit weg nicht auf die Hexenverfolgung. Auf die Welt insofern anzuwenden ist, denn letztendlich haben ja die Amerikaner, die mussten ja eben für dieses Land und das dort liegende Öl dort ihren Einfluss eben ausweiten, und deswegen sagte ich zumindest, in Europa hat es so nicht mehr funktioniert, glücklicherweise. Aber wenn irgendwo Öl liegt, ist das natürlich anders. Du kennst ja meine Meinung dazu, das Wirtschaftssystem bestimmt das Sozialsystem. Wir haben seit den 90ern, seit den frühen... Immer am Engels zitieren, aber ich bin hier der Linke. Seit den frühen 2000ern haben wir ein Wirtschaftssystem, was absolut globalisiert ist, und das Sozialsystem hat darauf nicht reagiert. Keine Antwort. Ja? Keine Antwort. Alter. Und die ganzen Verwerfungen, die wir jetzt sehen, auch. Oh mein Gott, die Chinesen produzieren so billig. Ja, bitte, los. Internationale Gewerkschaft der Automobilarbeiter. Genau. Aber das ist vorbei, dass Lustige die Chinesen billig produzieren. Aber ist doch, dass die Europäer und auch die Amis, die Chinesen aufgefordert haben, billig zu produzieren. Ja, richtig. Es wollte doch jeder dorthin gehen, wo man es billiger produzieren lassen kann, um es hier teurer für mehr Profit zu verkaufen. Dass dann hier
das Lohneinkommensniveau sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt und alles. Ich weiß nicht. Dass man sich plötzlich den Scheiß nicht mehr kaufen kann, den genau. man in Übersee billig produziert. Genau. Das hätte eigentlich vorher klar sein können. Aber gut. Und so ist es eben, und auch diese ganzen Bestrebungen, wieder ins Ultranationalistische zu kommen und sich nach außen abzuschotten und so weiter, das sind ja letztendlich auch nur hilflose Antworten, ja, oder alles kommt Versuche aus dem von auch Antworten. Corona kommt aus dem Ausland, genau. immer. Auf das chinesische Corona. Auf diese globale Wirtschaft, die wir jetzt haben, zu reagieren. Ja, ja, es wird so nicht funktionieren. Es sind halt die falschen Antworten. Die richtigen Antworten wären, wie du auch sagst, wenn das Wirtschaftssystem global ist, dann muss auch das sozialrechtliche System, das arbeitsrechtliche System. Ja, und diese Zeiten, wo global das eine System nicht mehr so richtig greift und das neue globale noch nicht so richtig da ist, sind auch meistens ein bisschen komplizierte und schwierige Zeiten. Ja, und die Hexenverfolgung, die also, es war nicht so, wie gesagt, wir wiederholen es jetzt nur nochmal, es war also nicht so, dass die Kirche und die Inquisition irgendwelche weisen Kräuterfrauen anklagt und auf den Scheiterhaufen zerrt und dort unter dem Absingen von kirchlichen Psalmen frohlockend verbrennt, sondern es war tatsächlich etwas sehr, sehr Weltliches. Mhm. Es war etwas, das von Einzelnen, auch Religiösen, befeuert wurde, wobei diese Religiösen auch nicht immer kirchlich institutionell sein mussten. Kramer zum Beispiel war ja auch nicht wirklich kirchlich institutionell. Ja, nee. Der hat sich diesen Titel geholt und er hat versucht, kirchlich institutionell zu arbeiten, auch hier mit der Hexenbulle. Aber nachdem er da aus Innsbruck rausgeschmissen wurde, der hat auch keine weitere Rückendeckung vom Papst gekriegt. Man wollte einfach Kramer vergessen und hat gehofft, dass morgen wieder ein ganz normaler Mittwoch ist. Ja. Hat eben nicht funktioniert, wie so häufig. Und er operierte halt im Machtvakuum. Genau, ja. Weil er es konnte. Weil die Zeit es hergegeben hat. Und nach dem 30-jährigen Krieg, wo sich tatsächlich wieder verlässliche neue Strukturen aufbauen, das heißt nicht gute neue Strukturen, aber eben immerhin funktionierende und verlässliche. Stabilere. Genau. So, ne? Und wo tatsächlich dann auch die Zeit der Aufklärungsphilosophen und so weiter dann langsam losgeht, findet dann die Hexenverfolgung auch langsam ihr Ende. Also das gibt dann immer weniger Fälle. Tatsächlich gibt es auch mehr und besser ausgebildete Juristen, die auch gar nicht willens sind, sowas überhaupt zu verhandeln, so ein Quatsch. Ne? Und letztendlich aber als zum Beispiel im 18. Jahrhundert in Preußen die Hexenverfolgung untersagt wird, da geschieht das gegen den Protest vieler Bürger und Einwohner. Also das ist nicht so, dass man gesamtgesellschaftlich jetzt zum Schluss gekommen wäre, dass es schlecht und dummer Aberglaube. Nee, sondern das kommt von oben. Richtig. Da ist noch nicht alles Gute, was Grassroots ist. Ne? Genau. Und naja, ich finde es ganz interessant, wenn man Dinge so aufdröselt. Und das ist eben sehr unhistorikermäßig. Ich weiß, wir sollen uns immer auf sehr winzige Spotlights verlassen. Aber man merkt, was für Parallelen zwischen bestimmten Entwicklungen bestehen. Und das finde ich sehr interessant, sich diese Parallelen anzugucken. Und das kannst du bis zu NS-Zeit wieder treiben, wo praktisch der Holocaust ja auch nichts anderes als ein Massenwahn ist. Ja. Mit einem Element von Bereicherung, mit einem Element von politischen Payoff, den man sich davon verspricht und. Und auch häufig mit der Einstellung, oh mein Gott, so richtig gut finde ich das alles nicht, aber wir ziehen mal jetzt die Gardine zu und hoffen, dass morgen wieder ein ganz normaler Mittwoch ist. Genau, ein schöner Schluss mit Moritz Neumeier. Genau. Ja, das war es also zur Hexenverfolgung. Ist bestimmt noch nicht alles, was man dazu sagen kann. Ach, noch dazu sagen lange kann. Nicht. War aber nicht der letzte Podcast dazu. Bastel, wie lange haben wir jetzt? Aber wir sind bei gut 2 Stunden, das sagt der Bastel. Insofern, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es wird nicht so viel Zeit vergehen. Wir sagen Tschüssi. Bis bald.